Familie, liebe Freunde der neunten Kunst, da sind wir wieder. Es ist so schön, wieder da zu sein und zu sehen, dass Sie auch wieder da sind. Ja. Ach, kennst du die? Alle. Familie. Wieso sind die Plätze frei? Ah, krass. Kommen da noch Menschen? Bestimmt noch. Ja, ich habe jetzt schon mehrfach gehört, irgendwie ist dieses ganze Erlangen dieses Jahr so ein bisschen back to the roots. No, weil wir haben ja die Kongresshalle nicht und wir haben jetzt Zelte wieder in der Innenstadt. Die Stadt Erlangen hat viele Orte frei gemacht, damit alles schön stattfinden kann. Und ich habe den Eindruck, dass die Stimmung super ist, oder? Ja. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Friedstorm, erzähl doch mal kurz vom Maxim-Moritz-Preis. Ja, waren viele Sachen dabei, die. Ja, also klar, also ich könnte jetzt natürlich anfangen und darüber reden, dass Heller diese Veranstaltung nicht unbedingt fördert, sondern eher stört mit dem. Ja, also du empfindest es als Entertainment, aber ich sag, wenn ich irgendwas moderiere, dann kann ich natürlich meine eigene Persönlichkeit, sollte ich mit einbringen, aber nicht so, dass es meine eigene Comedy-Show wird, sondern derjenige, der da geehrt wird, sollte im Mittelpunkt stehen. Und wenn ich bei der Übersetzung des französischen Altmeisters, der Valerian gezeichnet hat, die Übersetzung mehrfach unterbreche mit dümmlichen Kommentaren, dann kann ich daran leider wenig Entertainment finden. Also ich hätte schon gern gewusst, was der so sagt und ob die sich einen Sketch dann von ob die sich eine Unterschrift von dem holt oder nicht, ist mir eigentlich egal. Also das brauchst du auch wegen mir nicht auf der. Also ne, das stört mich nicht. Warum wollen wir das jetzt noch als Entertainment auslegen? Ja. Ja, meine Güte. Also ja. Aber es gab schon peinliche Momente. Nee, also sind auch viele Sachen dabei, die mir gefallen haben, dass die gewonnen haben. Dass Peewee was gewonnen hat, fand ich sehr schön mit den drei Fragezeichen. Borini ist, glaube ich, auch schon mehrfach nominiert gewesen, gefühlt. Und dass die jetzt ausgezeichnet wird, passt auch sehr, sehr gut. Zumal ich meine gelesen zu haben, dass die Serie bei Panini jetzt auch nicht so mega gut lief. Es wäre schön, wenn das nochmal ein kleiner Push wäre, weil ich das für eine sehr schöne Serie halte auch. Ne? Also Ponyhof ist halt wirklich klasse. Ich habe mir heute Nerdgirl geholt. Und ja, also da will ich mich nicht beschweren. Was mir jetzt so spontan eingefallen ist, ist halt mit diesen deutschsprachigen Comic, da sind halt sehr, sehr unterschiedliche Sachen zusammen auf einer Platte von, sag ich mal, Graphic Novels zu lustigen Sachen, zu amerikanisch inspirierten Sachen. Für mich ist die Kategorie ein bisschen schwierig, so, weil da sehr viel in eine Tüte geworfen wird. Und natürlich Uli Lust, habe ich den anderen Comic, wo sie über ihre Zeit in Italien und so weiter, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, fand ich damals sehr gut. Aber das ist mit nichts vergleichbar, was dann überhaupt in dieser Kategorie drin ist. Halt, ne? Und Manga-mäßig hat, glaube ich, niemand abgeräumt. Ne? Also, obwohl sehr viele nominiert waren. Ist auch wieder sehr auffällig. Was ich gut fand, war mit Nigonego, dass da wirklich so ein Projekt aus der Community dann auch was gewinnt. Und das fand ich eine schöne Sache. Wie war es denn bei dir, Michael? Legende, bitte. Also jetzt besprechen wir ja den zweiten Tag. Jetzt sind wir aber gerade aus Max und Moritz, das ist gut, weil an davor kann ich mich jetzt im Moment gar nicht erinnern. Also, das ist gut.
Ja, also ich fand die Heller von Sinn nicht so störend. Ich finde, man darf sich ein bisschen mit einbringen, aber was er als Beispiel genannt hat, ist genau das, wo es zu viel eingebracht ist, weil es hat gar nichts mit der Show zu tun gehabt, sondern ihr ist eingefallen, sie wollt gerade eine Signatur haben. Das fällt mir auch immer ein und ich versuche dann immer sowas wie höflich zu bleiben und zu wissen, wann ich sowas bitte oder nicht. Und ihr ist es mitten auf der Bühne eingefallen, als gerade jemand was übersetzt hat, was der Messier gesagt hat, weil er einen Preis fürs Lebenswerk gewonnen hat. Mhm. Genau. Und den Preis fürs Lebenswerk hat er nicht gewonnen, weil keiner hören will, was er sagt, sondern ein paar Leute wollen schon hören, was er sagt. Und da war es, ja, in dem Moment ein bisschen blöd. Und der Moment war blöd. Aber sonst, als wir eben rausgegangen sind und kritische Stimmen gehört haben, also ich fand es eine angenehme Veranstaltung. Bis auf, was ich vorher schon gesagt habe, ich habe halt lange Beine und da sind zwischendrin voll zwei Knie. Und die fanden es, glaube ich, nicht so toll. Ich habe dann zwischendurch mal gestanden und woanders gesessen, aber ging dann. Und ansonsten war es rundum nicht schlechter, als erwartet habe. Und deswegen fand ich es ganz gut, weil es ist viel kürzer als früher, wo es vorher nicht dran nach irgend so was Komisches, Intellektuelles, Kunstvolles gab, was aus meiner Sicht keinen Comic-Bezug hatte, irgendeine Aufführung oder sowas. Und das zwischendrin jetzt. Und das jetzt zwischendrin halt Musik von irgendeiner Band, die regional ist, kam. Das ist halt, ja, Geschmackssache, vielleicht auch ein Ideechen in die Länge ziehend, aber fand ich jetzt nicht so schlimm. Also unterstützt halt so ein bisschen den Show-Charakter. Zum einen und zum anderen brauchen die irgendwas für die Übergangssache, wenn sie, was weiß ich, die nächste Brezel holen oder sowas. Ja, da muss auch mal eine rauchen. Und zum Beispiel eine rauchen, genau. Hier, wenn du negative Aspekte von Heller aufzählen möchtest, wenn du es kritisch sehen willst, also ein Punkt, den ich erwähnen würde, wäre auf jeden Fall das Rauchen, ja. Ja, aber das weißt du ja nicht. Ich unterstütze das außerordentlich, dass du das mehr tun sollst. Das hat es doch selber gesagt. Nein, das ist ja auch so passiv Raucher für die anderen dann. Ja, also auch das Passive so wieder helmmäßig. Ich möchte auch nochmal sagen, also das an der Stelle, dass dann doch ein wenig zu viel war. Jetzt soll der Steffen auch noch was sagen. Muss ich nicht. Also, Steffen! Ihr habt ja eigentlich alles schon gesagt. Also von daher. Nee, ich glaube nicht. Also, was? Sag noch was. Sag noch was. Ja. Wir sind jetzt bei McDonald's angelangt. Oh, jetzt haben wir. Jetzt kommt der Highlight des Tages. Wir können jetzt. Wir sind im Podcast im Freien. Wir können auch McDonald's erwähnen. Natürlich. Ohne dass wir Burger King nochmal erwähnen müssen. Wir müssen auch nicht Kentucky Fried Chicken erwähnen. Und da hier drin ist gerade der Wich-Mob umgefallen. Oh, und deswegen, das ist also gerade eine sehr brisante Situation hier vor Ort. Und. Nein, aber Max und Moses Preis hat mir jetzt, war jetzt auch das erste Mal für mich, dass ich es mal live gesehen habe. Und ich fand es eine rundum recht unterhaltsame Veranstaltung. Wie gesagt, es gab so das eine oder andere. Das hätte man sich da vielleicht sparen können. Aber nö, alles in allem. Ich habe es ja auch schon mal online verfolgt, die Aufzeichnungen von den früheren Malen. So wie ich es mir da angeguckt habe, mit den Erwartungen, den ich daraufhin reingegangen bin, die sind dann auch bedient worden. Also alles gut. Das nächste Mal würde ich mir vielleicht auch wieder angucken. Was mir auch noch gefallen hat, da kann ja keiner was für, aber diesmal haben Leute gewonnen, die man vielleicht selbst auch gerne als Gewinner sieht. Das ist ja auch nicht immer so. Das stimmt, ja. Da hätte ich wahrscheinlich noch den einen oder anderen mehr gern gesehen, aber ja, kannst ja auch nicht alles. Also ich bin immer noch für die Möglichkeit, dass endlich mal das Upgrade da einen Preis gewinnt. Aber naja, das gut mit dieser Meinung. Das wird vielleicht irgendwann mal vorgeschlagen. Vielleicht können wir irgendwann auch mal in die Jury. Das wäre cool. Also ich meine, in der Jury ist ja irgendjemand, der einfach nur Comicladen. Was ist die Comicladen? Eine Comicladenbesitzerin. Genau, das heißt. Wer? Vom Comicladen Hannover, hat er gesagt. Ja, genau. Und von daher gibt es die Möglichkeit, dass wir auch in die Jury kommen könnten. Also es ist ja nicht unerreichbar. Aber die wissen ja gar nicht, dass wir da rein wollen. Ja, ich glaube, da hast du... Also ich möchte das nicht. Ich habe ausreichend Feinde, das reicht mir.
Du musst dann die ganzen Comics lesen, wenn du keine Lust hast. Für Steffen wäre es damit schon mal nichts, ne? So zwei Monate maximal. Du musst die von dem ja, ungelesenen Stapel lesen und dann. Auch ich hätte erstmal genug, die ich sowieso schon nominieren würde. Aber die Nominierungen passieren immer für Comics, die in dem Lauf der letzten zwei Jahre gewesen sind. Erschienen sind. Upgrade erscheint auch dieses Jahr wieder eins. Super, also jetzt einen Comic lesen, um alle zu bewerten. Na, das habe ich doch nicht gesagt. Aber ich glaube, dann wird es auch Kritiken geben. Ja, ich kann noch ein paar Feinde ab. Ach, du hast noch nicht genug Feinde. Du willst aufholen, willst mit Breedstone gleichziehen. Ja. Der Inhalt wird immer besser hier von dem Podcast. Oh je. Es ist spät. Je häufiger das Mikro schnell zwischen zwei Leuten wechselt, desto... Ja. Ich wollte ja eigentlich nochmal kurz das Fazit ziehen. Also, ja. Wir sind uns alle einig, irgendwie war es okay. Es gab ein paar Schwachpunkte zwischendrin, aber das hast du halt immer bei sowas. Und, ein paar wenige Schwachpunkte aus meiner Sicht. Ja. Und ja, morgen dann der letzte Tag. Für uns. Für uns. Für Erlangen ist ja noch ein Sonntag. Ja, für einen. Ja, aber... Aber wir wollen Sonntag. Nicht mehr finden. Sonntag gehen wir in die Kirche, dann müssen wir wieder zurück sein. Dann müssen wir in die Kirche gehen. Beten. Vor allem Breedstone. Und also ich muss ja auch einen geben, der in der Kirche die Kreuze rumhängt, rumdreht. Wie rum? So rum oder so? Auf den Kopf. Kippen oder drehen? Also bei eurem momentanen Content, den ihr abliefert, ne, da fehlt nur noch, dass einer Snick zwischenruft hier. Der fehlt jetzt noch. Das ist jetzt so das Level. Das ist jetzt genau das Level. Da willst du doch schon immer mal dabei sein. Nein. Ich würde es nicht so formulieren. Aber wir können auch Glitzer sagen. Glitzer! So, nein, wir hören jetzt auf. Sonst schimpft dich der Richard Taylor. Dann noch den McDonald's auseinander. Also, für alle, die jetzt ins Bett gehen, gute Nacht. Sowas passiert. Gruß an die Cloud hier. Uns das mit mir im Mikrofon die Hand gibst. Dabei hat er gar nichts getrunken, das ist erschreckend. Ja, das ist... Dehydrierung. So ungefähr. Ja, aber wir können zu sowas führen. Ist schon aus? Nee, läuft auch. Mach mal aus. Bis morgen. Ist jetzt aus? Tschüss. So. Wieder im Schlosspark, dem heimlichen Aufnahmestudio, sitze ich jetzt hier wieder bei Sepp. Ich bin ein bisschen irritiert, weil er kein Bier dabei hat. Da scheint irgendwas passiert zu sein. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber das wird er uns jetzt erzählen. Und wie ich schon vorher herausbekommen hat, er hat auch einen Kaufflash gehabt. Ich vermute mal bei seinem obskuren holländischen Händler, den er da immer trifft, alle zwei Jahre. Wiener. Holland, Niederland, scheißegal, Hauptsache Schweiz, so. Ja, es hat sich einiges getan, nachdem ich am Donnerstag noch gedacht habe, ich weiß ja nicht, ob ich wieder irgendwas finde oder so, ne? Habe ich gestern ein bisschen Scouting betrieben und dann war dann doch einiges dabei. Ich war jetzt gerade, mein letzter Kauf, den ich heute getätigt habe, war bei Round Not Square. Die bringen Buchrollen raus und habe mir dort die Buchrolle mit dem Titel Shipwreck geholt und auch einen sehr schönen Sketch dazu bekommen. Das Konzept finde ich super. Buchrollen, richtig gut. Die haben auch Hochhaus im Programm, das beim Avant Verlag im Augenblick als normaler Buchprint erscheint, was einen interessanten Vergleich hergibt, weil in der Buchrolle hat man das ganze Hochhaus vertikal auf einer Rolle zum selber durchrollen. Im Buch ist das natürlich alles auf Seiten aufgeteilt, was in meinen Augen jetzt irgendwie nicht der Idee so entgegenkommt, wie es die Buchrolle tut. Wir haben auch am Stand erfahren, es waren schon einige Leute da, die beide Versionen gekauft hatten. Die waren erst bei Avant, haben sich das Buch geholt und sind dann hier vorbeigekommen. Ach was, das gibt's auch so. Ja, dann greifen wir auch mal zu. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das Hochhaus habe ich mir nicht geholt, aber bei Shipwreck habe ich zugeschlagen. Außerdem habe ich gerade erfahren und feiere das gerade total, weswegen ich mir auch noch nachher schnell ein Bier besorgen muss, um mich da glücklich zu besaufen, dass Nigo Nego Max Moritz bereits gewonnen hat. In meinen Augen absolut verdient, ich bin total happy. Ich war gestern bei den Jungs gewesen, habe da eingekauft, als noch keine Gewinner waren. Werde da nachher mal vorbeigucken, habe mir nicht nur Nigo Nego mitgenommen, sondern auch die beiden Bände, die der Hannes Radke allein gemacht hat. Die sehen auch super aus. Ich freue mich. Jedenfalls, abgesehen davon, habe ich zugeschlagen bei einem lustigen kleinen Band, der mir einfach sehr sympathisch gewesen ist, der da heißt Der große böse Fuchs.
Auch nominiert. War auch nominiert. Nominiert. Ja. Ist Steffen hat ihn auch schon gelesen und im Comic Cookies vorgestellt. Wenn du uns hören würdest. Dann wüsste ich das. Ich hoffe, er hat nur Gutes darüber gesagt. Ja, Steffen fand es sehr gut. Sehr gut. Freut mich, weil ich habe mehr oder weniger blind gekauft, weil er mir einfach so sympathisch rübergekommen ist und freue mich da auch schon drauf. Ansonsten war ich natürlich bei Pictopia. Jedes Mal in Erlangen mein Lieblingsstand, ne? Unser Wiener Kollege, der da immer super Sachen mitbringt. Dieses Jahr habe ich da nicht nur die englische Ausgabe von Inside Möbius abgegriffen, die jetzt endlich in einer anderen Sprache als Französisch erscheint, sondern außerdem noch bei dem neuen Love and Rockets Band zugeschlagen. Das, also der neue Sammelband, der jetzt rausgekommen ist, in dem die letzten einzelveröffentlichten Hefte dann zusammengefasst sind. Mehr wollte ich eigentlich bei ihm nicht kaufen. Da habe ich gedacht, okay, ich reiß mich mal zusammen und mehr brauche ich nicht unbedingt. Während ich ihm das sage, fällt mein Blick auf die Bug-Reihe, die bei DC rausgekommen ist, gezeichnet von Mike Allred. Und sage ihm dann, na gut, das nehme ich auch noch mit. Meint er zu mir, darf ich dir vielleicht noch was empfehlen? Da sage ich, naja, warum denn nicht? Und kurz danach hatte ich dann noch Maximortal und Boy Maximortal gekauft von Rick Rage und noch die zwei neuen Hefte, die er im Eigenverlag rausbringt. Gefällt mir extrem gut. Ich habe da vorhin mal ganz begeistert durchgeblättert, kann ich nur empfehlen. Außerdem war ich heute auf der Comicbörse. Wir sind runter zum E-Werk gelaufen und haben uns das da mal angeguckt. Da habe ich vier Marvel Essentials erstanden mit der kompletten Zeit von 1983 bis 1989. Eine super Zeit mit Zeichnern wie John Romita Jr., mit Barry Windsor Smith, mit Mark Silvestri, mit Paul Smith. Also das ist mit Art Adams. Das ist wirklich so die X-Men-Zeit, von der ich es immer am meisten bereut habe, dass man die nicht vernünftig auf Deutsch bekommt. Ich habe es auch nicht auf Englisch gehabt. Ja, habe immer nur mehr oder weniger darüber gelesen, aber nie die Hefte selber lesen können. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Noch dazu hatten die noch ein Hardcover da. Da konnte ich auch nicht Nein sagen. Und zwar die Life-Death-Kapitel von Chris Claremont und Barry Windsor Smith, die über die Serie verteilt erschienen sind, in einem schicken Hardcover-Band. Das heißt, ich habe die jetzt praktischerweise in Schwarz-Weiß und in Farbe gleich mal heute gekauft. Das war natürlich ganz nett. Ja, und dann war auf einmal unheimlich viel Geld flöten und der Sepp, der nichts gefunden hat, ist dick bepackt mit Comic-Taschen in der Gegend rumgelaufen. So kann es gehen. Außerdem haben wir natürlich jetzt noch mehr Erfahrung mit dem Salon dieses Jahr gesammelt vom Aufbau her. Wir waren jetzt viel mehr in den Zelten unterwegs, haben uns eine Ausstellung angeguckt. Wir waren in der Mathieu-Ausstellung drüben im Kunstpalais. Die war sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob du da gewesen bist, aber ich kann einen Besuch empfehlen. Sehr schöne Videoinstallation im Keller unten gewesen und die formalen Ideen, die er hat, sind einfach super. Hast du die VR-Brille benutzt? Nein, habe ich leider nicht gemacht. Da war gerade besetzt. Da war, naja, man kann halt nicht immer überall hin. Aber du hast sie benutzt? Ja. Und du hast auch schon hier drüber geredet? In das Mikrofon? Ah, alles klar. Dann kannst du mir das ja nochmal ohne Mikrofon später nochmal erzählen. Jedenfalls konnten wir sehr empfehlen. Was wirklich schmerzlich vermisst wird, ist die große Halle im Kongresszentrum. Natürlich gibt es überall Ausstellungen, aber so schön, wie das da immer in der Halle war, gibt es das halt dieses Jahr irgendwie nicht. Fand ich ein bisschen bedauerlich. Muss aber sagen, jetzt nach den Tagen, die Location im Schlosspark macht das mehr als wett. Die Atmosphäre ist dermaßen genial, da kann der Platz vorm Kongresszentrum einfach nicht mithalten. Ich vermisse den Biergarten, finde ich ganz, ganz schade, dass hier nicht irgendwo ein Bierstand ist, frisch gezapft wird und ein paar Bierbänke rumstehen, aber war wahrscheinlich irgendwie mit der Location nicht zu vereinbaren, keine Ahnung, wäre schön gewesen. Und ansonsten haben wir uns immer und immer wieder hier im Schlossgarten wiedergefunden, um zwischen den einzelnen Zelten Pause zu machen, bevor wir da wieder reingegangen sind und haben eine richtig gute Zeit gehabt. Ja, also optisch ist es auch eine deutliche Aufwertung, muss ich sagen. Ja, das Publikum verteilt sich super. Man trifft überall Leute. Ich habe das Gefühl, alle sind ein bisschen entspannter, als man das sonst so gekannt hat, wenn man sich im Kongresszentrum aneinander vorbeigeschoben hat. Und hier ist es dann durch die Weitläufigkeit
wirklich auseinandergezogen, was dem ganz gut tut. Was ich auch sehr positiv fand, war, dass die Comicbörse ein bisschen weiter weg ist. Das ist im E-Werk ganz gut gelöst und es tut aber, glaube ich, der Veranstaltung ganz gut, dass es halt nicht so direkt vor der Tür ist. Der Fußweg ist auch nicht besonders lang, ja, da kann man also nichts sagen. 10 Minuten höchstens, da ist man hingelaufen, kommt bequem hin und her. Gibt auch genug Locations, wo es lecker Essen und Trinken gibt auf dem Weg und noch ein paar Ausstellungen. Wir sind zum Beispiel an diesen Grusel-Comics vorbeigelaufen. Wir haben die Rotopol-Ausstellung nur im Vorbeigehen gesehen, da sind wir nicht reingegangen. Muss ich vielleicht nochmal nachholen. Ja, und der erste positive Eindruck in Bezug auf die Aufteilung dieses Jahr hat sich bestätigt. Was sich leider auch bestätigt hat, ist, dass es nicht so viel Spaß macht, allzu viel Zeit am Stück in den Zelten zu verbringen. Und mein persönliches Lieblingszelt hat sich hier tatsächlich Zelt C rausgestellt mit den Kleinverlagen. Im Zelt A ist zwar Pictopia, wo ich natürlich hin musste, aber irgendwie hat es nicht so viel Spaß gemacht, sich da durchschieben zu lassen. Und im B-Zelt mit den Händlern und dem Merchandise, das kam dieses Jahr, ich weiß nicht, woran es lag, irgendwie ein bisschen, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, da durchzugehen. Ich kann nicht mal genau sagen, woran es gelegen hat. Und hier im Schlossgarten sowohl der Durchgang im Schloss, wo zum Beispiel halt auch Pyramond ist. Den Verlag habe ich da mit Pyramid und Pyramide ganz falsch betitelt, der heißt Pyramond. Und die Jungs von Nego Nego sitzen, das ist halt auch wirklich sehr schön. So, jetzt werde ich mal meinen Wortschwall wieder ein bisschen einschränken. Aber ich fände es schön, dass du nochmal vorbeigekommen bist, dass ich schon mal ein Statement abgeben konnte. Weil es ist immer interessant zu gucken, wie sieht es am Anfang aus und wie ist der Eindruck ein paar Tage später, ne? Definitiv. Ich denke, für 2 Jahre hast du schon vorreserviert. Oder wie sieht das aus in 2 Jahren mit dir? Ich werde natürlich wiederkommen. Also Erlangen ist für mich ja nicht nur, also der Comic-Salon nicht nur ein Reiseziel, weil ich da mich durch die Zelte drücken will oder durch die Hallen oder wie auch immer, sondern auch, weil ich mich hier einfach gerne erhole, mir die Stadt gut gefällt. Und der Erholungsfaktor war dieses Jahr durch die entspannte Atmosphäre auf dem Salon irgendwie noch größer als sonst. Wäre denn sowas wie München auch mal was für dich? In München war ich einmal gewesen. Ich fand es nicht schlecht. Es hat aber einfach nicht diesen Flair. Das ist auch der Grund, warum ich nicht auf den ganzen anderen Comic-Cons unterwegs bin. Obwohl ich gerade erfahren habe, dass in Stuttgart Declan Shelby sein wird. Da finde ich es schon schade, dass ich nicht hin kann oder nicht hinfahre. Können würde ich schon, aber ich werde trotzdem nicht hinfahren. Aber so schön wie in Erlangen ist es halt sonst nirgends. Und da es mir nicht nur darum geht, an dem Stand für einen Zeichner anzustehen, sondern auch einfach eine gute Zeit zu haben, ist das hier halt dafür am besten geeignet. Ja, ein schönes Schlusswort. Sepp, ich danke dir und vielleicht passt es mal wieder demnächst in unserem kleinen schwedischen Restaurant. Ja, wäre cool, auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie wir zusammenkommen. Dann sind wir jetzt hier beim Janno von Dannybox. Hallo. Hallo, hallo, da bin ich. Genau. Diesmal alles ein bisschen anders in Erlangen, du bist in Halle C. Ja, wir haben uns aber geeinigt, wir wollten kurz über das kommende Programm sprechen. Also, was erwartet deine Leser in Zukunft, in den nächsten Monaten? Ja, also im Moment, jetzt gerade brandneu erschienen, ist Sorceline Band 1. Das ist eine ganz neue All-Ages-Fantasy-Serie von Paola Antista, der Zeichnerin von Katzen, auch eine erfolgreiche Reihe bei mir, die jetzt gerade vor 2 Wochen, 3 Wochen erst in Frankreich erschienen und bei mir jetzt schon die deutsche Ausgabe, weil Paola auch hier in Erlangen zum Signieren ist. Und es geht halt so ein bisschen in die Richtung fantastische Tierwesen und mit mythischen Tieren und Geheimnissen und Rätseln. Es ist ziemlich cool geworden. Und da ist jetzt in Frankreich auch schon ich weiß jetzt nicht, ob man mich hört, weil hier ganz laute Kirchenglocken oben drüber sind, aber jedenfalls ist in Frankreich der Band 2 jetzt schon in Arbeit und soll dann nächstes Jahr im April erscheinen und ich denke mal bei mir dann auch
wieder so um die Zeitraum zeitnah zur französischen Ausgabe. Dann ansonsten ist jetzt Danger Girl G.I. Joe auch hier als Erlang-Special erschienen, weil hier John Roy, der Zeichner davon, zum Signieren. Das ist so ein Crossover von Danger Girl und G.I. Joe. Es ist ein bisschen mehr G.I. Joe drin als Danger Girl, aber ich glaube, es wird Fans von beiden Reihen gefallen. Die G.I. Joe ist halt in Deutschland nicht so bekannt, aber Danger Girl-Fans wird es, glaube ich, ganz gut gefallen. Ansonsten habe ich jetzt gerade, gab es ja neulich von mir die Gratis-Comic-Tag-Hefte zu den Nektons und Courtney Crumrim. Da sind jetzt die Bände auch fast fertig zum in die Druckerei gehen und werden dann wahrscheinlich Ende Juni zur Comic-Con in Stuttgart erscheinen. Das ist dann die Band 1 von der neuen Courtney Crumrim-Gesamtausgabe der farbigen. Und von den Nektons ist es der Gesamtband, die Nektons Abenteurer der Tiefe. Das ist die Comic-Vorlage zur beliebten Trickserie, die bei Super RTL erscheint. Das war ursprünglich ein Comic in Australien, bevor es dann als Trickserie umgesetzt worden ist. Und die Comic-Vorlage, also das Original, erscheint jetzt bei mir als Doppelband. Und das ist dann auch alles Material, was es davon erstmal gibt. Und ja, ansonsten ist Ende Juni ja die Comic-Con in Stuttgart, wie gesagt, und da wird Stephen Mooney bei mir zu Gast sein, der Zeichner von Half-Past Danger, und deshalb erscheint dann auch Half-Past Danger 2 als wieder wie damals schon Band 1 als Paperback und auch als limitierte Ausgabe, und als Con-Special wird es auch eine kleine Auflage von dem The Phantom One-Shot geben, den Stephen für so einen kleinen irischen Verlag geschrieben hat und ist von einem anderen irischen Zeichner gezeichnet, aber er hat es geschrieben und das Cover ist von ihm, und da wird es bei mir dann auch so eine kleine Auflage, das ist so ein 24-seitiges One-Shot-Heft, und das wird es bei mir dann auch als Con-Special geben, und das ist jetzt erstmal so die Planung für den nächsten 1-2 Monate. Okay. Was war denn in den letzten Monaten so der erfolgreichste Titel bei dir? Ach ja, kann ich jetzt so grob nicht sagen, weil jetzt seit letzten August nichts erschienen ist. Und jetzt das Letzte, was jetzt erschienen war bei mir, ist im März der Abschlussband von Velvet gewesen. Der lief okay. Ansonsten jetzt bei Sorcery und Danger Girl G.I. Joe muss man halt sehen, wie es läuft. Ich hoffe, es wird gut laufen. Und ansonsten so vom letzten Jahr war es halt wieder Monster Energy wie üblich. Und ansonsten, was überraschend gut gelaufen ist, war das Ghostbusters Turtles Crossover. Das ist jetzt auch in zweiter Auflage, weil ich nur so eine 1000 Exemplare Erstauflage hatte und jetzt im Handel schon 860 oder so weggegangen sind. Das war ganz gut. Und da gibt es dann auch demnächst noch mehr von den Ghostbusters. Also das heißt, die reguläre Ghostbusters-Serie, die da auch bei Boom Studios war, glaube ich, IDW, die wirst du dann auch bringen demnächst irgendwann? Ja, also nicht die alten Sachen, aber so ab dem inhaltlichen Chronologie von dem Ghostbusters Turtles. Der nächste Band ist jetzt das auf Deutsch die echten Ghostbusters, im Original Ghostbusters Get Real. Und das ist so ein Crossover von den Trickserien Ghostbusters mit den Comic Ghostbusters. Und das ist halt in der Chronologie der nächste Band, der in der Handlung nach dem Ghostbusters Turtles steht. Und danach kommt dann Ghostbusters International und Ghostbusters 101. Und danach würde dann chronologisch der Ghostbusters Turtles 2 kommen. Und je nachdem, wie die Verkäufe sind, ist das so die Chronologie, in der das dann auch auf Deutsch erscheinen würde. Klingt sehr spannend, freue ich mich drauf. Eine persönliche Frage habe ich noch. Was ist denn das mit Ultraduck? Ich nehme an, dass es nicht auf Deutsch erscheinen wird. Nee, das war so einer von diesen Spontankäufen aus meiner ganz frühen Anfangszeit, die ich jetzt eigentlich zu 80% komplett rausgestrichen habe, weil ich da inzwischen gemerkt habe, dass viele von diesen Spontankäufen von damals halt überhaupt gar nicht gelaufen sind. Okay. Und deshalb, da waren es halt so viele Sachen, die mir gut gefallen haben und wo ich gedacht habe, ach, wenn es mir gefällt, muss es ja auch gut laufen. Aber die realen Begebenheiten sind halt immer ein bisschen anders, was dann tatsächlich gut loszukriegen ist. Und deshalb muss ich jetzt halt immer bei neuen Titeln abwägen, was mir gut gefällt, aber was halt auch potenziell gut verkäuflich ist. Und das sehe ich halt bei vielen von den Lizenzen, die ich damals so spontan eingekauft hatte, einfach
nicht. Und da würde ich, da verliere ich, würde ich noch mehr verlieren, wenn ich es drucken, teuer drucken lassen würde, als wenn ich jetzt einfach die Lizenz verfallen lasse. Und von daher erscheinen halt einige Sachen von denen, wo ich die Lizenz schon hatte, nicht, weil es einfach ein zu großes Minusgeschäft wäre am Schluss. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Bitte, bitte, noch viel Spaß hier und dann sieht man sich ja vielleicht, wenn, ich weiß nicht, wann das erscheint, aber wenn die Hörer das bis vor Stuttgart hören bei der Comic-Con, gerne vorbeischauen, sich was von Steve Mooney zeichnen lassen, er zeichnet auch gerne und viel, den neuen Half-Past Danger mitnehmen, gerne auch den ersten Half-Past Danger mitnehmen, da bin ich nämlich auch nicht so viel losgeworden im Handel, hab noch genug da also und ja, bis zum nächsten Mal. Lohnt sich auf jeden Fall, Steve Mooney, also hat mir auch sehr gefallen damals, ja. Danke. La 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 la. So, wieder zurück im grünen Studio im Park. Bei mir eine bezaubernde junge Dame, die Katie. Hallo. Katie, stell dich doch mal gerade vor, was du so machst und wer du bist. Ja, ich bin Comiczeichnerin. Mit bürgerlichen Namen heiße ich Christina Stroh, aber ja, in Künstlerkreisen kennt man mich unter Katie, Katie Artistry. Und ich zeichne Comics und mache Illustrationen. Hauptsächlich zeichne ich aber Comics. Und habe jetzt, oder bin dabei, mein erstes eigenes Comic rauszubringen. Das heißt After the Shifting. Und habe dieses Jahr einen kleinen Teaser-Probedruck mit, den man käuflich erwerben kann, selbstverständlich. Aber nächstes Jahr soll dann der richtige Band rauskommen. Dafür werde ich dann einen Kickstarter starten, weil das sollen um die 100 Seiten werden. Das kann ich nicht alleine stemmen. Verlagssuche ist angedacht. Aber keine Ahnung, ob das was gibt. Ich habe da in deutsche Verlage, wie soll man sagen, ich weiß nicht genau, ob mein Produkt dem deutschen Markt entspricht. Okay, dann erzähl uns doch mal was zu After the Shifting. Worum geht's? Worum geht's? Es ist eine postapokalyptische Science-Fiction-Geschichte. Spielt in einer Welt, die sehr trocken ist. Also wir kennen ja alle diese Zukunftsvisionen, dass die Sonne sehr heiß oder dass die Erdoberfläche sehr heiß wird und alles Wüste ist und es kein Wasser mehr gibt. In so einer Welt spielt das. Spinnen und also es gibt noch Spinnen und Reptilien als Hauptlebewesen neben den Menschen. Spinnen sind riesig geworden. Die kann man reiten, man kann sie auch essen. Manchmal wird man gefressen von Spinnen. Und wir folgen quasi einem Geschwisterpärchen, Bruder und Schwester, die in dieser Welt, die ja sehr rudimentär geworden ist, dadurch, dass es gibt keinen Strom mehr, es gibt kein, also kein, überhaupt gar keinen Fortschritt mehr. Es ist ein bisschen mittelalterlich geworden, mit den Überbleibseln, viel Plastik und so. Und es gibt eine kleine, abgespaltene Menschenrasse, die ein wenig mutiert ist durch diese Veränderungen, die in der Welt zugetan sind und die sehr technisch versiert sind. Also das sind so die Techies, die halt Sachen bauen und die bauen zum Beispiel Killerdrohnen. Und die zwei Geschwister haben sich darauf spezialisiert, diese Killerdrohnen abzuschießen und weiter zu verwerten. Also sie verkaufen das dann in The Market, so heißt das, wo die wohnen. Das ist eine kleine Siedlung unter der Erde. Genau, und im ersten Band, also im Kapitel 1, lernen wir dieses Geschwisterpaar kennen und lernen wir halt diesen Market kennen, wo die wohnen und die Lebensumstände, was wird gegessen, weil in einer Welt, in der nichts mehr wächst, was isst man da und so weiter, wie gehen die mit Wasser um. Dann gibt es also diese mutierte Menschenrasse, die wohnt an einem Ort, der nennt sich The Complex. Und die halten sich dort normale Menschen als Sklaven, die alle möglichen Aufgaben erledigen müssen. Und die rennen manchmal weg und kommen dann halt unter anderem in diesen Siedlungen an. Und wie dann mit diesen Fremden umgegangen wird, also es geht da um Fremdenfeindlichkeit, es geht um Angst, es geht um ja, Dinge, die wir ja hier heutzutage auch viel erleben mit den Immigranten und so weiter, um Not, aber auch um Hilfe und es geht um Mut.
das sind so Dinge, die mich beschäftigen und die dann auch die Leser beschäftigen werden im Band. Okay, und woher die Inspiration? Wie kommst du bei deinem ersten Comic, wie du sagst, auf Postapokalypse? Postapokalypse finde ich generell selber sehr spannend. Meistens ist es dann allerdings auch mit Zombies. Großer Zombie-Fan. Ich habe schon viele Stories angefangen zu schreiben und ich habe viele Kurzgeschichten und Kurzcomics gemacht. Und für die größeren Sachen, eigentlich ist After the Shifting auch eine Fingerübung für mich. Das ist gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt hier After the Shifting, das wird mein großes Ding, sondern ich habe ein anderes Ding, was mein großes Ding werden soll, und After the Shifting mache ich jetzt, um mich darauf vorzubereiten. Es ist wesentlich größer geworden jetzt, als ich das geplant habe, und es macht mir super viel Spaß und vielleicht wird dann das doch mein großes Ding, ich weiß es nicht. Scheint so zu sein, weil es ist auf 5 Kapitel angelegt. Und wie bin ich drauf gekommen? Ich habe überlegt, worüber kannst du, oder was interessiert dich selber, worüber möchtest du schreiben, was berührt mich? Und da sind immer die Sachen, die mich am meisten aufregen, sind, wenn irgendwas unfair ist, wenn irgendwas ungerecht ist, ungerechtfertigterweise auch. Und Mut. Mut ist ein großes Thema in meinem Leben. Und ja, dann habe ich gesagt, dann baust du da eine Geschichte drumherum. Und jetzt habe ich ganz oft gehört, dass Leute meine Hintergründe total toll finden. Und ich habe gesagt, okay, ich lasse das jetzt in der Wüste spielen, damit ich nicht viel zeichnen muss. Aber anscheinend ist mir das ganz gut gelungen, ja. Aber deswegen die verbrannte Erde. Was meinst du mit Mut ist ein großes Thema in deinem Leben? Das ist etwas, was mich sehr berührt. Ich selber habe in irgendeiner Form das Glück, anscheinend mutig zu sein. Also schon viel durchgemacht im Leben und habe mich da immer durchgekämpft und ich bin einfach so, dass ich die Dinge einfach gerade raus anfasse. Ich bin kein Freund davon, Hürden nicht zu nehmen. Ich nehme die einfach gerade raus. Und das ist etwas, was auch Mut für mich ausmacht, wenn man sich Dingen stellt und die einfach tut. Zum Beispiel mache ich Musik und ich habe unglaubliche Bühnenangst, haben viele Musiker, aber die gehen trotzdem auf die Bühne und machen es. Sowas zum Beispiel. Oder auch den Mut, über sich hinauszuwachsen, also ohne dass man jetzt wirklich den Zwang hat, aber man möchte das gerne tun, weil irgendwas ist einem wichtig, ein Mensch oder ein Zustand oder sowas. Und dann wächst man über sich hinaus und macht das und ist in dem Moment so mutig, dass man sich selber und sein Leben, vielleicht sich selber in Lebensgefahr begibt, zurückstellt. Und das ist etwas, was mich sehr berührt. Okay. ja, also sehr deeper Talk heute. Kein Problem, nee, finde ich gut. Du hast gesagt, du machst Musik. Was machst du für Musik? Mache ich Rock'n'Roll, ganz klassischen Rock'n'Roll. Da singe ich Background. Das ist nicht so schwierig, im Background zu stehen, ist total schön. Und dann bin ich aber noch Frontfrau in einer Metalband. Und Frontfrau zu sein, also ich singe da auch, das ist schon viel Verantwortung. Also ich fühle dann immer so viel Verantwortung. Und das stresst ungemein. Ich mache das deswegen auch nicht so oft. Aber es macht auch total viel Spaß, weil man natürlich das Publikum hat, das Publikum interagiert mit einem und das macht sehr viel Spaß. Verrat uns doch mal, wie die Band heißt und welche Stilrichtung vom Metal das ist. Ah, okay. Die Band heißt Banshee Labyrinth. Und ja, die Stilrichtung. Wir haben angefangen, weil wir Doom Metal machen wollen. Ist uns nicht so ganz geglückt. Irgendwer hat uns mal beschrieben mit Death Rock irgendwas Metal. Irgendwo so dazwischen wird man uns finden. Und crawlst du dann auch? Oder wie singst du mit Clear? Oder? Okay, gut zu wissen. Müssen wir mal reinschauen. Nicht schlecht. Wusste ich auch noch nicht. Was mich irritiert, du hast gesagt, das wäre dein erster Comic. Ich habe dich, glaube ich, schon auf mehreren Comics-Veranstaltungen in den letzten Jahren gesehen. Da hast du bestimmt auch schon irgendwas gemacht, oder? Also ich bin jetzt etwas verblüfft. Ja, also es ist nicht mein erster Comic, aber es ist mein erster Comic,
wo der Comic nur von mir ist. Sonst habe ich immer bei Anthologien mitgemacht. Habe also immer, also maximal, glaube ich, das längste waren 38 Seiten. Bei den Toten habe ich eine Geschichte gezeichnet. Das sind immer Anthologien, also immer ein Band mit mehreren Zeichnern und Autoren. Und deswegen sage ich, das ist mein erster Comic, weil das ist so alles meins. Ja. Okay, und was mir aufgefallen ist beim Charakterdesign, also gerade jetzt von den Damen, wo hast du denn diese Inspiration her, wie die aussehen? Also mein Hauptcharakter ist so ein bisschen an mich angelehnt. Ja, sich selber zu zeichnen ist halt immer sehr, sehr einfach. Und da ich ja leider nicht so viel Zeit habe, mein Ziel ist, jede Woche 2 Seiten zu zeichnen. Und im Moment muss ich sie halt erst schreiben, dann zeichnen und fertig machen. Alles innerhalb von einer Woche. Das ist halt ein bisschen, also da muss man schnell sein. Und man selber zeichnet sich selber halt am schnellsten. Puh, also da hätte ich eher vermutet, dass das sich selber zeichnen sehr, sehr schwer fallen würde. Ne? Also ich bin ja komplett talentfrei da, aber ich bin überrascht. Nicht schlecht. Okay, wie findest du denn die neue Location jetzt mit den Zelten hier so im Schlosspark beziehungsweise in der Nähe? Ich bin total begeistert. Wir haben uns ja, seitdem klar war, dass wir nicht in die Heinrich-Lasens-Halle können, alle sehr schwere Gedanken gemacht, wie das wird und ob das wird und ob das werden kann. Viele haben sich auch bis wirklich zur letzten Sekunde Zeit gelassen von den Verlagen, bis sie zugesagt haben, weil überhaupt noch nicht klar war, wo ist wer und wie ist alles aufgebaut. Und da waren Sorgen da, aber wir sind jetzt hier und also ich habe mir da nicht so große Sorgen gemacht, weil ich dachte, naja, das wird schon irgendwie werden. Und wir sind jetzt hier und es ist so großartig. Die haben sich so viel Mühe gegeben und es ist wirklich so schön geworden. Vor allem auch mit der Halle im Schlossgarten, dass die auch frei ist, dass man keinen Eintritt zahlen muss für die Kleinaussteller. Finde ich total super gelungen. Ja, generell die Stadt so eingebunden. Ich habe mich gestern tatsächlich auch mit einem Erlanger unterhalten nach dem Max-und-Moritz-Preis. Da hat er mir noch ein Bier ausgegeben, weil er ja Gastgeber ist. Total süß, ganz lieb. Und ja, der war auch total begeistert, dass diese ganze Stadt jetzt so mit eingeschlossen wird und dass es so in der Stadt ist. Ja, ich denke, ich hoffe, wir sind nicht die einzigen Begeisterten, sondern dass das alles gut angekommen ist. Ich denke, ich weiß nicht, ob das nochmal so stattfinden wird, weil es bestimmt sehr teuer ist. Ja. Ja. Okay, wenn man dich finden möchte im Netz, wo findet man dich? Man findet mich auf meiner Homepage kd-artistry.de. Oder bei Tapas, auch KD Artistry. Also alles, was ich jetzt sage, ist immer KD Artistry. Ich bin auch auf Twitter, auf Instagram und Facebook. Ja, ganz viele Möglichkeiten. Sehr gut. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest, noch zum Salon? Oder vielleicht noch eine Empfehlung, was man lesen sollte, was du vielleicht auch entdeckt hast? Was ich entdeckt habe. Also natürlich möchte ich immer sehr gerne viele von meinen geliebten Kollegen empfehlen. Ich habe nur leider einen schlimmen Kater und bin so schlecht mit Namen. Aber, also, ich meine, die Sarah Borini wird jeder kennen. Sie hat ja auch den Preis gewonnen, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Die hat jetzt Nerdgirl rausgebracht, ein Herzensheft von ihr. Das kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Alles eigentlich, bei Quimby kann man sich einmal so durchgucken. Da findet man auf jeden Fall was, was ich diesen Salon neu entdeckt habe. Ja, an Verlagen habe ich den wie heißt das? Schreiber und Leser. Leser und Schreiber? Schreiber und Leser, ne? Ja. Habe ich neu entdeckt und war total begeistert und habe sofort mein halbes Budget da gelassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ansonsten liebe ich ja den Erik und den Dede, also der zeichnet den Dede. Den Uli Oesterle habe ich kennengelernt dieses Jahr, fand ich sehr schön, sehr unglaublich netter Mann. Habe ich natürlich sofort mir was signieren lassen. Oh, so viele. Bela Sobotke. Ja, mein Gehirn kann nicht mehr. Kein Problem. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Ich gehe jetzt gleich den Flötenschlumpf ausweiden da hinten, der die Aufnahme stört. Und ansonsten bis demnächst. Bis demnächst, Dankeschön. La, la.
Hallo, wir sind jetzt hier am Stand vom Stefan Baumgarten und geht's? Und ich habe einfach nur ein Comic-Heft wieder erkannt, das ich vor ja, gefühlt sehr vielen Jahren schon gekauft habe. Also bestimmt vor 6 oder vor 8 Jahren, weiß ich nicht mehr. Von wann ist denn das? 2014, also 4 Jahre müssen es, ne? Rechnen, habe ich jetzt mal so ausgerechnet. Mathematiker habe ich hier gegenüber, also vor 4 Jahren. Ja. Das habe ich jetzt gerade wieder gesehen, bin ich kurz angehalten. Und dann sieht man, huch, hier gibt es noch viel mehr am Stand. Und dann gibt es auch noch das Stichwort und Thema und Blickfang Einhorn neben dem Thema Drachen, weil ich habe den Comic-Interview mit einem Drachen entdeckt. Der ist so cool, deswegen muss ich ihn einfach halten. Habe es gleich mit Steffen aufgequatscht, der hat es schon gekauft. Das heißt, hier ist auch ein bisschen, hätte auch klein wenig Geld zum Besitzer gewechselt. Das ist immer gut für die Leute, die Stände betreiben. Und jetzt haben wir auch ganz kurz schon wenig über Drachen, aber viel über Einhörner geplauscht. Und es gibt Verlage oder sehr viele Verlage, die glauben, sie wissen, wie es geht, aber eigentlich klappt es nur manchmal, weil ihnen ja, mehr Glück als Verstand zugeteilt wurde. Und dann gibt es Leute, die können schon mal Sachen vermuten, sehen oder hoffen. Und denen wird manchmal ein Stein im Weg gelegt und hinterher kann man sich dann einfach nur für sich selbst freuen, dass man recht hatte. Und wir haben jetzt hier den Fall, dass ich hier ganz viele schöne Motive sehe. Einhorn-Illustrationen mit einem witzigen, charmanten, hübsch gezeichneten Gag. Und wie kam es zum ersten Mal zum Thema Einhorn? Ja, also tatsächlich, das, worüber du gerade gesprochen hast, war ja das Interview mit einem Drachen. Das habe ich alleine gemacht, weil mir ein, ich sag da ganz kurz mal was zu, wir kommen gleich zum Einhorn. Habe ich das gemacht, weil mir ist ein großer Kunde abgesprungen, und also als freiberuflicher Illustrator, und ich hatte plötzlich sehr viel mehr Zeit und habe dann gedacht, so ey, eigentlich alle, die Illustration studieren und so, also oder Kommunikationsdesign, die ich so in der Comic-Bereich kenne, haben als Abschlussarbeit zum Comic gemacht, und ich wollte es eigentlich auch mal immer gemacht haben, einfach mal, und ja, dann habe ich mir gesagt, ich mache jeden Tag eine Seite. Die Story habe ich mir grob überlegt, und ich wusste noch gar nicht, wie das am Schluss dann ausgeht, das habe ich mir währenddessen überlegt. Und das ist eine Postabschlussarbeit. Ja, genau. Oder ja, das hat ja keiner kontrolliert, ich habe nicht mal eine Note dafür, aber so wie ich jetzt höre, kommt es ja ganz gut an. Also ich gebe die Note 1-, ist richtig sehr gut. Das finde ich schön. Was soll das Minus? Ich habe die Farbversion noch nicht gesehen, ich kenne es nur in Schwarz-Weiß. Ich weiß nicht, ob Farbe besser kommt. Aber ich denke, wenn du es selbst heute nochmal zeichnen würdest, wird es wahrscheinlich eine glatte 1 werden. Ach, danke, danke, danke. Es ist schon gezeichnet. Wir lassen so, wie es ist, weil 1-, da muss man nichts mehr verbessern. Ja. Dankeschön. Ansonsten habe ich mit meiner Freundin zusammen, die ebenfalls freiberufliche Illustratorin ist, wir haben halt zeichnen viele Cartoons und haben für den Lappern Verlag in einigen Anthologien mitgearbeitet, also quasi ein paar Cartoons in einem Buch, wo viele Cartoonisten drin sind. Und wir haben uns gedacht, wir würden einfach mal gerne, wir arbeiten zusammen in einem Arbeitszimmer, wir leben zusammen, wir würden gerne einfach mal ein Projekt zusammen machen und das dann eben dem Verlag vorstellen. Der Verlag war zu dem Zeitpunkt dann, der war der Meinung, Einhörner sei ein Thema, was nicht so gut laufen würde. Wir haben uns gedacht, wir machen es einfach trotzdem. Und, muss man auch machen. Wenn man die Chance zu hat, machen. Ja. Wir haben es einfach gemacht, haben es selber drucken lassen. Das hat sich ganz schnell getragen von alleine. Und haben wir es halt nur so auf Messen verkauft, eine Facebook-Seite gemacht, wo wir ruckzuck irgendwie bei 10.000 Fans waren. Geil, geil. Und das ging innerhalb von ein paar Wochen, weil Einhörner laufen ja nicht. Dann haben wir eben viele T-Shirt-Motive gemacht, was meine Freundin Olga Hopfer, was die ja noch mehr macht, schon bevor wir uns kennengelernt haben, hat die unglaublich viele T-Shirt-Motive gemacht, und die Einhorn-T-Shirt-Motive sind dann natürlich richtig gut angekommen, und da haben wir einige blöde Erfahrungen auch mitgemacht, dass das Motive halt geklaut worden sind. Unter anderem, das ist das, worüber wir gerade eben vorher gesprochen haben, unter anderem eben wurde einfach 1:1 mein Motiv genommen und dann für Einhorn-T-Shirts damit geworben. Die waren nicht so dreist und haben das dann auch noch
auch noch mein Motiv verkauft, weil sie haben ja die Druckdaten gar nicht. Aber es ist halt auch in Größenordnung, da träume ich von. Und die klauen einfach mal, nehmen wir mal irgendwie 10 Motive im Monat und sagen sich, ja gut, wenn 2 davon mit einem Anwalt kommen, dann bezahlen wir die und sind immer noch mit einem Plus rausgegangen, weil wir sonst mehr bezahlt hätten. Das ist halt ärgerlich, dass da so kalkuliert wird, weil man selber, ich bin halt kein Geschäftsmann, ich bin Illustrator. Ich will zeichnen und ich will nicht rechnen müssen. Und dementsprechend ist das oft ärgerlich und da muss man sehr viel Energie reinstecken. Und da bin ich froh, dass es Anwälte gibt, wie die Kanzlei Doibelli, wo ich jetzt mal gerne Werbung für machen möchte, die sich wirklich nur für Fotografen und Illustratoren einsetzt und nicht für die Gegenseite. Und der hat das alles in die Hand genommen. Ich musste noch nicht mal überlegen, was ich für einen Preis dafür genommen hätte. Man muss ja eine reelle Zahl nennen, um dann eben, wenn man gegen sowas vorgeht. Ja. Der hat das alles gemanagt und das war auch über. Das sind dann ja richtig fiese Sachen, die dann von einem Gegenanwalt kommen, von so einer großen Firma, die dann einfach mal behaupten, so, oh, das tut uns leid, das haben wir natürlich nicht mit Absicht. Ja, ne, und jetzt beweist du mir doch erstmal, dass du das überhaupt. Und also das ist, geht wirklich ans Herz, wenn man das mit Leidenschaft macht. Und ja, das war sehr, sehr ärgerlich. Aber der hat das, wie gesagt, der hat das alles gemanagt. Der hat dann immer nur gesagt, komm, reg dich nicht auf, wird schon laufen. Ist es schon abgeschlossen? Ist es abgeschlossen? Ich habe das Geld sofort aufs Konto gekriegt. Und das war definitiv viel mehr, als ich gekriegt hätte, wenn die zu mir gekommen wären und gesagt hätten, was soll das kosten, wenn wir das als Anzeige benutzen können? Also der Tipp ist, es kann auch friedlich ausgehen. Man muss nur vorher fragen und sich absprechen. Also das muss gar nicht zum Krieg führen. Und jemandem was wegnehmen ist nicht richtig. Wir hätten im Grunde genommen einfach sagen müssen, komm, wir kommen, wenn die finden ja meine Sache offensichtlich so gut, dass sie es als Anzeige benutzen. Dementsprechend können sie auch zu mir kommen und sagen, komm, sollen wir nicht zusammen was machen? Und das ist wohl offensichtlich, also keine Ahnung, warum die das nicht machen. Da sind unterschiedliche Menschen unterschiedlich sozialisiert worden und die haben, ja, also ich habe jetzt mal minimal Mitleid mit den Deppen. Arme Menschen. Ja, es ist ja auch so, wenn du ständig diese Schiene fährst, verpetzt du ja auch die Zeichner, sage ich jetzt mal, die Illustratoren als Firma. Dann will dann keiner mehr für dich arbeiten wahrscheinlich. Ja. Naja, ich weiß nicht. Da wachsen jeden Tag neue Erstlingszeichner nach. Die müssen die Erfahrung erstmal machen. Und die werden gerne genommen. Ja, eben. Also es gibt einfach sehr viele Zeichner und Leute, die eben noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Und ob sich das rumspricht oder nicht, also ich meine, in Zeiten des Internets, was Trump da macht, das spricht sich auch rum. Und das interessiert auch keinen, ob der ein Sexist ist oder sonst was. Es kann trotzdem Präsident sein. Also von daher sehe ich das bei solchen Firmen auch. Die können einfach dreist sein. Sie können es sich leisten und machen es auch. Und, ja. Also wenn man damit anfängt, man kriegt da erstens Feedback und zweitens eine Gewohnheit, wenn ich so frech bin und ich komme damit durch. Die ganze Gewohnheit ist das Schlimme. Man verliert das Unrechtsgefühl, weil man denkt, es ist jetzt für mich normal geworden. Dann ist es wohl normal, dann ist es okay. Man muss ja immer mit sich selbst zurechtkommen. Ist es nicht immer alles okay, woran man sich gewöhnt hat? Manches nicht. Manchmal kann man sich auch ändern. Viel Glück, ändert euch. Gibt es denn noch irgendeine Zukunftsvision zu dem schicken, dünnen Heftchen von Interview mit einem Drachen? Ach, eine Hoffnung, ja. Ich würde das total gerne weitermachen. Mittlerweile habe ich wieder mehr Kunden und auch wieder weniger Zeit. Das heißt, es ist ja ein Herzensprojekt gewesen. Es war ja nicht so, dass ich das gemacht habe, weil ich dafür bezahlt worden wäre und das so hier auf den Messen das so zu verkaufen. Also es müsste schon dann irgendwie verlegt werden und es wurde mir in Aussicht gestellt, wenn ich mehr dazu zeichne, dann wird es auch verlegt. Das muss ich halt jetzt nur machen. Ja, die Vision gibt es. Die Vision, ich habe auch Ideen, wie die Geschichte weitergehen kann und zu Ende gehen kann und so. Die Vision ist viel bunter da. Muss man gar nicht viel kolorieren, sondern nur eine Vision haben. Ja, so sieht's aus. Dankeschön, viel Erfolg. Ja, ich danke auch. So, ich bin jetzt hier durch Gänge geschlendert, in Räume reingekommen und hier liegen 2 Cookies rum. Und da bin ich mal kurz angehalten. Und neben den 2 Cookies, die da auf dem Tisch liegen, ist, wer bist du? Ich bin der Millus, also Comiczeichner Millus. Ja. Ach, du nennst dich immer noch Millus, wie früher? Ja, ich nenne mich immer noch Millus. Aber früher war ich auch der Comic-Navigator, danach der Navigator. Aber jetzt bin ich einfach nur Millus. Gut. So ist es. Und
Wir kennen uns ja eigentlich schon eine lange Zeit, so online-mäßig. Wir kennen uns online schon eine ganz lange Zeit, genau. Ich weiß auch noch, dass du Comic-Navigator, Navigator und dann Milos Richtig. Hieß, dass du eine Website hast, wo sehr viele Leute drauf geklickt haben, die du dann nicht mehr hattest. Mist. Aber das ist wahrscheinlich heutzutage auch wurscht. Ja, ich meine... Heutzutage ist alles egal. Hauptsache, man macht sein eigenes Ding und macht das richtig gut. Und wenn man damit Erfolg hat, dann ist alles okay eigentlich. Hast du Erfolg? Leider ja. Geil. Ja, ich gehöre zu den wenigen Comiczeichnern, die auch davon leben können. Und das ist schon ein Privileg, weil ich weiß, wie schwierig es ist. Und ich sage das nicht sehr gerne, dass ich davon leben kann, aber es ist so. Also wenn das stimmt, finde ich es cool, dass du es sagst. Weil man muss ja die Leute zählen und dann bist du jetzt schon der Zweite, der mir das diesen Salon sagt. Okay, das freut mich. Wer war der Erste? Da hatte ich das Mikro nicht an. Der Martin Clifford hat gesagt, der kommt auch ganz gut zurecht. Ja, man muss auch wissen, wie man sich vermarktet. Und wenn man etwas hat, was so massentauglich ist, was auch aus der Comic-Szene rausgeht, dann ist es perfekt. Man muss auch beibleiben und den Willen haben. Und das habe ich bei dir schon immer gesehen. Ja, und man muss auch Kompromiss eingehen können. Also wer wirklich damit Geld verdienen möchte, der muss in der Lage sein, auch Dinge zu ändern und bereit sein, auch Dinge ändern zu lassen von anderen. Das stimmt. Aber ich will nicht denjenigen sagen, die ihr eigenes Ding durchziehen wollen, dass es ändern sollen. Dann dürfen sie es halt nur nicht als Hauptberuf sehen. Genau, richtig. Ich mache ja zwei Sachen. Also ich mache meine kommerziellen Sachen, wo ich Geld damit verdiene, und meine künstlerischen Sachen, wo ich eigentlich kein Geld damit verdiene. Aber das sind dann hundertprozentig bin ich das dann. Da verdienst du was anderes. Es geht ja nicht nur um Geld. Ja, natürlich. Das ist dann Glücksgefühl. Man wird glücklich. Genugtuung, Glücksgefühl, genau. Ja. Manche vergessen, dass man das heutzutage auch noch verdienen kann, indem man was dafür tut. Ruhm und Ehre gibt es auch, ja. Aber Ruhm und Ehre und Geld, das macht nicht glücklich. Es erleichtert das Leben. Es erleichtert das Leben sehr. Man kann damit vielleicht leichter an bestimmte Dinge kommen. Aber man bezahlt dann auf eine andere Weise. Und das ist jetzt sehr philosophisch, nicht? Sorry, ja. Also man fokussiert dann in eine bestimmte Richtung und dann entgehen einem durch diese Fokusscheuklappen andere Sachen. Und das ist zum Beispiel dann auch ein bisschen was andere Glück nennen. Ja, ich glaube, gleich müssen wir auf Pause drücken, denn der Vortrag fängt an. Oh, ja, wir drücken mal auf Pause. Hier geht es gleich zu einem Vortrag. Ist das deine Frau? Nee, meine Frau sitzt da vorne. Ach so, sie sitzt da vorne und gleich sabbeln andere. Da schalten wir uns mal aus. Tschüss. So, die Veranstaltung mit Milos und seiner Frau ist vorbei. Jetzt sind wir zurück und sprechen weiter. Wie oft warst du denn schon in Erlangen? Das ist schon mein drittes Mal. Ich bin nicht alle zwei Jahre immer hier. Ich bin immer so, immer wenn ich beruflich hier unterwegs sein muss, dann bin ich hier. Dieses Jahr bin ich mal wieder beruflich unterwegs, weil wir jetzt vor kurzem bei Egmont haben wir ein Projekt veröffentlicht und deswegen sind wir hier wegen Signierstunden, Workshops und hier wie jetzt wegen der Podiumsdiskussion. Wie findest du denn dieses Jahr die Situation mit den Zelten auf dem Schlossplatz und so weiter und so fort, wegen der gesperrten Heinrich-Lades-Halle, die ja renoviert wird? Ich gehöre zu den Leuten, die es cooler finden, besser finden. Erstens, weil es leicht zu erreichen ist. Es spricht Leute an, die eigentlich nie was mit Comics zu tun hatten. Irgendwie, weil es mitten in der Stadt ist und es wirkt auch sehr attraktiv, auch von außen. Sehr bunt und ich weiß, dass es für viele der Platzmangel ist. Es ist schon sehr eng da drin in den Hallen, aber irgendwie ist alles zentriert und das ist ein großes Plus, finde ich. Ja, solange das Wetter stimmt, ist es ja wunderbar, dass man hinterher kurz mal in den Park kann, hier hin kann. Genau, wo waren wir? Du wirst zukünftig ein ganz großer Comicstar werden, auch so namentlich und gesichtlich für dich weltweit jeder kennen. Nee, das nicht. Also ich bin auch gerne im Hintergrund. Ich arbeite ja schon seit über 20 Jahren als Comiczeichner. Ich mache Comics, die eigentlich alle mal in der Hand hatten, aber niemand kennt. Ich immer so Captain Iglo Comics, die immer beim Rewe irgendwie rumliegen, die in riesen Auflagen veröffentlicht werden. Ich habe Dinge erfunden, zum Beispiel das blaue Schweinchen vom Preis 24. Ich mache nebenbei Musikvideos von Moses Bam oder hier arbeite ich auch an Animationsfilmen oder TV-Serien, aber die eigentlich nichts mit Comics zu tun haben, aber das weiß keiner. Ja. Aber ich wusste jetzt auch nicht, was du genau machst. Cool. Richtig. Hast du auch irgendwann mal was für Ferrero gezeichnet, also die niedlichen Dinge? Nee, Süßigkeiten hatte ich eigentlich nicht wenig zu tun. Ich arbeite eigentlich viel mit dem Fernsehen zusammen, also mit den ganzen komischen TV-Sendern, die man immer so in dem privaten Fernsehen sieht. Weil du eh da wohnst. Ja, weil ich aus Köln komme, das ist super einfach, auch an einen Job zu kommen. Aber bist du deswegen da hingezogen? Nee. Nee, ich bin... Ähm, ich
ja, ich bin dort aufgewachsen in Köln, deswegen bin ich auch gerne in Köln. Ich habe eine Zeit lang in Hamburg gelebt, da ist die Comic-Szene auch sehr groß, da hatte ich auch so den ersten Kontakt zu richtigen Comiczeichnern, zu Wittek, einer der besten Comiczeichner überhaupt, der hat mich auch sehr stark geprägt. Das werden wir rausschneiden. Okay. Wir lassen es drin. Okay, wir lassen es drin. Ja, aber... nur Spaß. Nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Nein, aber mich haben ganz viele Leute geprägt und ich meine, ich bin irgendwie doch irgendwie in die deutsche Comic-Szene hineingewachsen und man kennt sich, ich bin schon lange dabei. Das ist schön, das ist gut so. Schön, dass du auch Comics zeichnest, auch wenn es Sachen sind, wo man nicht weiß, dass du hinter steckst. Finde ich cool. Nimm auch eher Jobs an, die dann sowas wie Comics auch sind. Richtig, genau so ist es. Und ich habe auch eine Zeit lang aus Phantom-Comic-Zeichner gezeichnet. Es gibt viele berühmte Comic-Zeichner, die keine Zeit haben, alle Aufträge zu vollenden. Da bin ich manchmal bin ich gebucht worden, weil ich komme eigentlich auch aus Animation und wer aus Animation kommt, der kann sich leichter in andere Stile hineinversetzen und kann Stile kopieren. Cool. Und das ist dann eigentlich auch so ein kleiner Vorteil, wenn man als Illustrator überleben möchte. Weißt du, welches Heft das war oder so? Oder wo das ja, darf ich aber nicht sagen. Ach so, okay. Ja, stimmt, das wäre auch ein bisschen blöd für den, der drauf steht. Richtig, genau. Gut. Also aber sowas gibt es. Es gibt es sogar sehr oft. Du bist also ein Phantomzeichner. Ich bin ein Phantomzeichner, richtig. Aber jetzt nicht mehr. Das war vor 10, 15 Jahren war das so. Oh, das ist ja schon mal ein Hinweis. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Ja, dass du 20 Jahre schon in dem Bereich tätig bist, liegt ja nicht daran, dass du so viele Jahres machst, sondern dass die Zeit so schnell rumgeht, oder? Ja, das stimmt. Ich bin jetzt 41 und die Zeit vergeht schnell. Das ist krass. Wird Zeit, dass ich langsam mal anfange zu zeichnen. Ach, ja. Quatsch, du, ich kenne ja deine Sachen. Du bist ja, ich meine, sogar wenn man Pausen einlegt, hört man nie auf zu zeichnen. Zeichnen ist ja auch so eine Kopfsache. Man ist im Herz und im Geiste Zeichner. Deswegen. Also aufgehört habe ich gar nicht, mir Notizen zu machen. Also ich meine, wenn ich jetzt meinen Comic mal zeichnen will, die Notizen sind 4 Ordner fett. Aber ich glaube, das schaffe ich auch gar nicht mehr im Leben. Aber eine Zeichnung kriegst du schon hin. Ja. Ich hatte auch noch mal eine Frage. Ja. Zeichnest du eher digital oder zeichnest du klassisch auf Papier? Beides, weil ich komme eigentlich aus der traditionellen Seite. Also ich kann noch sogar mit Feder und Tusche arbeiten. Und, sieht gut aus, habe ich gesehen. Ja, ich habe auch lange geübt. So in meiner Jugend habe ich den ganzen Sommer eigentlich nur getuscht. Immer dasselbe Bild. Also wirklich so 200 Mal dasselbe Bild getuscht, bis ich irgendwie eine Linie richtig hingekriegt habe. Und ich mache aber heutzutage mache ich alles. Es wird viel digital verlangt. Also ich wurde gezwungen, digital zu zeichnen. Okay. Kannst du es nicht vortäuschen? Du sagst hinterher, das, was ich hier abgegeben habe, ist digital, aber hast du geschummelt? Ja, das geht. Bei manchen Sachen geht das. Ich habe eine ganz hohe Lineart, also wo ich wirklich, wo Leute denken, ich mache es digital, weil ich habe so einen schönen Schwung drin und manchmal kann ich einen sehr schönen Schwung mit Eddings machen. Und ich habe ein paar Bilder, die ich wirklich mit Edding gemacht habe, wo Leute denken, das ist doch, die Leinwand ist doch digital mit Clipstudio oder sonst einem anderen Programm. Sag ich, nee, dann muss ich die Originale zeigen, damit die Leute mir glauben, aber ist so. Das finde ich cool, ja. Das ist jetzt mein Wecker. Der Wecker, das heißt, wir schließen hier mal ab. Richtig. Vielen Dank fürs Interview. Bitteschön. Und tschüss. Man sieht sich in 2 Jahren in Erlangen. Finde ich auch. Gut. Bis dahin. Tschö. Jetzt sind wir hier mit dem? Aljoscha Jelinek von Heldensofa Podcast. Vielleicht kennen mich da welche. Und von im Oberstübchen von megalife-radio.net. Ich wollte gerade noch sagen, jetzt vielleicht kommt dem einen oder anderen die Stimme sogar bekannt vor. Ja, aber ja, genau. Nicht die beste Podcast-Stimme wahrscheinlich. Da gibt es. Nein, das passt schon. Das ist ja das Schöne am Podcast. Uns kontrolliert da ja keiner. Also. Genau, ja. Wer es hört, kann selber entscheiden, ne? Was er hören will. Ja. Ja, du machst ja aber neben dem Heldensofa auch ganz andere Sachen. Du machst Comics. Genau, eine Vielzahl von Comics. Also zusammen mit Johannes Slott habe ich lange Comics gemacht. Vieles in Shazam in den letzten Jahren veröffentlicht mit Schlogger. Ja, wie gesagt, Johannes Slott. Auch Piers Goffert war mein Wuha-Comics von Plem Plem Production. Jetzt momentan konzentriere ich mich auf längere Sachen. Zum Beispiel mit Martin Ratschek sind wir gerade beim König der Orchideen-Comic. Das findet ihr auf Instagram auf King of Orchids Comic. Da könnt ihr unseren aktuellen Skizzen sehen und unseren Storyverlauf und so.
einfach einen kleinen Einblick ins Projekt. Und da haben wir jetzt das ganze Wochenende gepitcht bei verschiedenen Verlagen. Das war sehr, sehr aufschlussreich, auch sehr positiv. Und wir sind echt happy mit dem Ergebnis. Also, weil wir haben da Monate drauf hingearbeitet. Das haben ja viele, die hierher kommen, mit Projekten, in denen sie viel Herzblut reingesteckt haben. Und ja, jetzt sind wir ganz zuversichtlich, was das angeht. Ja. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist jetzt für dich auch nicht das erste Mal hier in Erlangen. Also das heißt, du kennst die Situation, wie sie normalerweise ist, hinten in der Heinrich-Lades-Halle. Genau. Ja. Wie findest du denn jetzt die Lösung, wie sie dann diesmal getroffen wurde? Ich finde sie besser, ja. Weil dadurch, dass es ein bisschen gestreut ist alles, also etwas im Botanischen Garten, sieht man mehr von der Stadt. Letztes Mal, als wir hier waren, waren wir nur in den großen Hallen gewesen. Und die Stadt Erlangen ist wirklich sehr, sehr schön. Alles wirkt irgendwie besser integriert in der Stadt, in die Stadt Erlangen auch. Dadurch wirkt es sogar vom Gesamtkonzept stimmiger und runder alles, als wenn es nicht alles so auf einen Haufen gepackt ist. Es wirkt nicht mehr so eng irgendwie. Ja, dadurch wirkt es sogar größer. Mhm. Ja, also ich finde das sogar besser so. Das Einzige, was vielleicht problematisch war, war am ersten Tag war es zu heiß. Mhm. Dafür können die ja theoretisch nichts, aber haben die ja ganz gut dagegen gehalten mit der Klimaanlage. Also die gesamte Organisation, zumindest das, was ich gesehen habe, war sehr, sehr gut. Ja, genau. Du sitzt ja sehr häufig an Ständen und zeichnest und signierst auch. Hast du überhaupt mal so ein bisschen rumgucken können für dich? Ehrlich gesagt kam ich sehr wenig zum Gucken, weil wir die ganze Zeit von einem Verlag zum anderen gehetzt sind und da unser Zeug präsentiert haben. Und wenn ich hinter dem Tisch gesessen habe, ich bin sehr untalentiert im Zeichnen und niemand will hier was Schriftliches haben. Jede Textzeile wird verflucht, es muss alles visuell dargestellt werden und das kann ich nicht so gut. Ja. Ich kann mir das nur ausdenken und dann mit Hilfe umsetzen. Okay. Genau. Was sind denn für dich so Highlights, die du dann vielleicht doch noch erlebt hast, wenn du mal irgendwie die Zeit gefunden hast, mal rumzugehen? Gestern die Nicht-Lustig-Show von Heiko Hörning im Kino, die war sehr unterhaltsam. Mhm. Er hat mir das die letzten Monate nur erzählt und ich habe da noch nie eine Minute von gesehen und jetzt habe ich da alles am Stück genießen können. Alle Episoden, das war sehr heavy, weil ich glaube, die waren nicht dazu gedacht, dass man sie alle hintereinander sieht, aber es war trotzdem sehr, sehr witzig und das war schön. Wie gesagt, das ist das erste Mal für mich gewesen, dass ich hinter einem Tisch war, sonst war ich immer vor dem Tisch. Und ich durfte das erste Mal mein Leben quasi versuchen, Leute an den Stand zu lotsen. Ich habe einfach jeden angeschnackt und gefragt, was sie so machen, woher kommt ihr? Und der beste Eisbrecher ist anscheinend, wie ist das Wetter? Mhm. Hey, wie ist das Wetter? Ist heiß, ja. Und so war das eigentlich jedes Gespräch, aber dann sind sie wenigstens ein bisschen länger am Stand geblieben. Ja, ja, wir waren bei dem Buddelfischstand, der war auch in Halle A und ganz cooles Zeug, sehr cooles Zeug von den anderen Künstlern, ja, die noch dabei waren. Sebastian Kempke zum Beispiel, Katrin Felder mit Trash Können. Wir haben noch Gregor Schenker, hat einen sehr witzigen Funny-Band rausgebracht. Und natürlich Dirk M. Jürgens mit Strichmann. Genau, auch ein sehr schöner Band. Sehr witzig, sehr reduziert, sehr politisch unkorrekt, wenn man drauf steht. Ja. Persönliches Fazit für dich, wie war der Comic-Salon für dich? War es ein erfolgreicher Salon? Ja, für mich persönlich ein großer Erfolg. Also ich habe zusammen mit Martin Ratschek viel gelernt über was Verlage wollen, auf was sie Wert legen. Wir haben auch gelernt, dass jeder Verlag sehr unterschiedliches Feedback gibt, also dass jeder Verlag auf verschiedene Sachen Wert legt. Wir wissen schon lange, dass da nicht viel zum Geld drinsteckt im ganzen Comic machen, aber heutzutage muss man andere Möglichkeiten finden, wie man solche Projekte finanziert und ja, das wissen wir jetzt und das ist gut. Ja. Also dahingehend, was Informationssammlung geht, ich war überrascht, wie mitteilungsfreudig die Redakteure waren, dass man sehr guten Einblick in ihre Denken auch gewonnen hat. Mhm. Und ja, jetzt weiß man einfach besser Bescheid, wie der Hase läuft in der ganzen Comic-Szene. Ja. Okay, und ich möchte unseren Hörern nochmal sagen, hört das Heldensofa und ich bedanke mich bei dir, Aljoscha. Gut, Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir hier den Oliver Hornig mal kurz in den beschaulichen Park entführt. Den ich jetzt erst zum dritten Mal überhaupt jetzt betrete, seit ich seit Mittwoch hier bin. Genau, das hat den Grund, weil es bei euch am Stand doch ein bisschen lauter ist als an anderen Ständen. Genau, die Klimaanlage ist doch etwas lauter und leider auch nicht so effektiv, wie uns das anfangs vorgestellt hatten. Aber mittlerweile ist das Hintergrundrauschen doch so, dass es im allgemeinen Trubel untergeht. Man hört es gar nicht mehr. Ja, heute fand ich es schon ein bisschen besser, so von der Klimatisierung in der Halle selbst. Aber am Donnerstag, als wir das erste Mal da waren, da war es schon ziemlich drückend. Ja. Aber
Das nur am Rande. Wie seid ihr denn allgemein zufrieden mit dem Comic-Salon aus eurer Sicht? Müssen wir noch dazu sagen, Phoenix Verlag, ne? Genau, Phoenix Verlag. Okay. Nachdem wir den Donnerstagabend überstanden hatten, als ja dann das Unwetter hier über Erlangen reinbrach und plötzlich ein kleiner Nieselregen sich über uns ergoss, wir nicht ganz sicher waren, ob die... So eine Babysinnflut. Ja, so wirklich Babysinnflut. Wir waren uns dann teilweise wirklich nicht sicher, ob jetzt das Dach hält und dann vielleicht auch kleine Fontänen runterkommen. Ja. Ich glaube, Bunte Dimension hatte es sogar ein bisschen heftiger, auf der anderen Seite der Halle. Mhm. Seitdem eigentlich okay. Es war halt sehr heiß am Donnerstag, was sich auch so ein bisschen auf die Verkaufszahlen niedergeschlagen hat, beziehungsweise auf die Kunden. Es war nicht ganz so voll, aber spätestens seit gestern sind wir vollauf zufrieden, sowohl was das Aufkommen angeht, auch Umsätze, kann man ja mal so erwähnen, auch als Verein, weil wir müssen ja auch sehen, dass wir ein bisschen was auf die hohe Kante legen für die nächsten Monate und Jahre, um weiter fortbestehen zu können. Eigentlich auch die Leute waren super nett. Wir sind auch mittlerweile ein eingespieltes Team. Alle wissen ungefähr, was sie zu tun haben. Man muss nicht mehr so viel sagen und es läuft auch von alleine und alles, ich will nicht sagen, 100%ig gut, aber zu 98% gut. Für die Hörer, die es vielleicht noch gar nicht kennen, erklärt doch nochmal ganz kurz das Konzept Phoenix Comics. Phoenix Comics, vor etwas über 10 Jahren gegründet von Marc Schnackers, der leider schon sehr früh verstorben ist. Grundfrustration war, dass es immer mehr franco-belgische Serien über die Jahrzehnte gab, die abgebrochen worden sind. Und aus einer Frustration heraus, die mehrere Jahre lang auch im Comicform artikuliert wurde, entstand dann eben so im Sommer 2007 die Idee, ob man das nicht irgendwie selbst beheben könnte. Und daraus, aus der Idee ist dann ein Verein entstanden, aus dem Verein ein Verlag, der mittlerweile seit 10 Jahren existiert, wie eben auch der Verein, der mittlerweile um die 180 Mitglieder umfasst. Und seit April 2008, also quasi damals mit dem damaligen Comic-Salon Erlangen, erstmalig dann auch die ersten beiden Alben produziert hat, Rote Kaiserin, Pioniere der neuen Welt. Und wir quasi seit Dezember 2008 dann auch mittlerweile jeden Monat mindestens ein Comic-Album produzieren. Also franco-belgisch. Kleine Ausnahme eben jetzt seit Oktober letzten Jahres auch den Karl, den wir jetzt auch im September zum Abschluss bringen, als Teil einer Gesamtausgabe. Aber wir bleiben natürlich unserem Markenkern treu und werden weiterhin franco-belgische Serien produzieren. Der passt ja zumindest von der Inspiration noch so ein bisschen mit rein in das Franco-Belgische, ne? Also Karl. Genau, weil ja Michael ja auch immer sagte, dass er ja auch komplett von Asterix inspiriert worden ist und er hat sich auch ein bisschen daran orientiert und das Name-Dropping, das Setting und auch die Storys, auch wenn die sich natürlich sehr stark auf den Rheingau fixieren oder auf den Weinbau, natürlich, man merkt, das atmet Asterix. Und sie haben sich dann irgendwann auch damit arrangiert, dass sie immer als der deutsche Asterix bezeichnet wurden. Anfangs mussten sie mal ein bisschen lächeln, aber sie haben es mittlerweile akzeptiert und es war ja auch durchaus hilfreich, was den Bekanntheitsgrad anging. Ja, klar. Mal so völlig abgesehen von eurer Standposition jetzt, wie siehst du denn diese Umstrukturierung, die da dieses Jahr stattgefunden hat? Also du kennst ja auch die Situation, wie es vorher ist, die Heinrich-Lades-Halle, und die wird ja nun umgebaut und aufgrund dessen hat man sich dazu entschieden, hier diese kleine Zeltstadt zu errichten, Schlossplatz und Umgebung. Wie siehst du das? Wie findest du das? Super, einfach nur super. Ich hoffe, dass sie auch noch in 2 Jahren die Ladeshalle weiter umbauen. Aber die haben ja schon gesagt, dass sie das finanziell gar nicht stemmen könnten noch ein zweites Mal. Es ist insofern schön, weil es ja wirklich, man ist wirklich kompakt zusammen. Viel kompakter, als das in der Ladeshalle der Fall war. Das ist das eine Positive. Das andere, ich habe das Gefühl, dass wir auch eine etwas andere Kundschaft zum Teil haben. Laufkundschaft, die sonst den Weg gar nicht zu uns gefunden hätte, weil wir jetzt ganz zentral im Innenstadtbereich sind. Ich bin heute zwar jetzt schon zum dritten Mal in diesem wunderschönen Park, aber ich war vorher noch nie in diesem Park. So sieht man, wie man dann doch ein bisschen, obwohl es ja eigentlich Innenstadt ist noch, die Ladeshalle, doch dann hier diesen wunderschönen Park gar nicht wahrnimmt, weil man immer dran vorbeiläuft. Durchweg positiv. Wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Pech mit dieser schönen, wunderschönen Klimaanlage. Andererseits, wir brauchen sie auch. Der Donnerstag wäre ja sonst der Albtraum geworden.
Und wenn ich mit Herrn Wick spreche, der sitzt unterhalb des, der Mikrofone bzw. Lautsprecher, der zuckt jedes Mal zusammen. Unsere schöne Stimme, die ja wirklich nett ist, auch aus der Ferne immer so schön, ihr wisst ja, wie sie klingt, die Dame. Und, aber wenn man direkt runter sitzt, ist es dann schon so Zuckungen und Erschreckungen und Ähnliches. Also klar, aber das nimmt man dann gerne in Kauf. Und also ich finde es rundherum gelungen. Einzig der Dani Bux tut mir total leid, der Jano, der jetzt dann das Pech hatte, dann in die Halle B zu kommen. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt. Man hätte doch vielleicht sehen sollen, dass man die Halle B auch mit auf den Marktplatz hätte stellen sollen, weil so klumpt sich alles vor der Halle A und die Leute übersehen einfach die B-Halle. Das sieht man, es ist einfach nicht so nah, dass man dann einfach mal so rüber geht. Ich habe jetzt auch den dritten Tag gebraucht, um mich das erste Mal da drüben blicken zu lassen. Und das, da kann ich die Frustration all derer, die dort gelandet sind, auch ein bisschen verstehen. Also ich verstehe, dass man nicht alle Leute in dieses Zelt bekommt, weil das ist einfach endlich. Aber dass man sich sagt, man hätte vielleicht das Zelt dann entweder mit in den Park oder doch zumindest dann auf der anderen Seite des Marktes irgendwo unterbringen können. Zumal das ja auch nicht so groß ist, dass dann vielleicht die anderen Stände oder die Marktstände davon direkt betroffen gewesen wären. Aber gut, das ist natürlich Entscheidung der Stadt, der Verwaltung und vielleicht haben sie es auch ein bisschen falsch eingeschätzt von Seiten der, der Veranstalter, dass sie sich das gedacht haben, naja, das wird schon und die Leute gehen automatisch dann darüber. Ich denke schon, die haben ja so ein bisschen wahrscheinlich von oben geplant, die Straße gesehen, haben gedacht, da läuft jeder immer lang. Der läuft dann A, B und C lang. Ich habe nicht gedacht, dass B ausgelassen wird. Ja, also C ist jetzt ja auch hier hinter dem Park im Park. Aber das denke ich schon, dass das keine böse Absicht war, sondern vielleicht hätte man es vorher nicht einschätzen können. Ja. Aber natürlich ist ein Dreieck von drei Zelten besser als eine lange Schlange, wenn dann zwischen doch noch Häuser stehen. Ja. Genau. Das zukünftige Programm von Phoenix, ist es schon 100% sicher, dass wenn Carlsen Clever & Smart abbrechen wird, Phoenix alle anderen Bände rausbringen wird? Ich sag's mal so, wenn wir denn die Lizenz bekommen würden, also wir uns überhaupt darauf einigen könnten, eine entsprechende Auflage, wie niedrig die dann auch sein mag, lizenziert zu bekommen, was ich mal mit einem kleinen Fragezeichen versehen möchte, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass wir nicht unbedingt daran zugrunde gehen, daran scheitern würden, aber ich könnte mir das, also auch ein Spanier, wir hatten ja schon mit Pellejero ja auch schon einen Spanier im Programm, das auch durchaus fortzuführen, ob wir dann solange als Verein und als Verlag überhaupt existieren könnten, diese Serie dann fortzuführen, das kann ich natürlich in keinster Weise vorhersagen. Ich bin kein Hellseher. Also für mich klang die Antwort jetzt überraschend positiv. Das klingt ja, wenn alle möglichen Hebel genau richtig eingeschaltet sind, dann geht's. Also ich sag mal so rein vom Business her, also von der Verkäuflichkeit her, ist das ein Top-Titel, keine Frage. Das wäre für Phoenix der Hammer, glaube ich auch. Also für die Verkaufszahlen im Bereich, die man bei anderen Phoenix-Titeln leider realistisch sehen muss. Und dann so ein Clever & Smart-Titel, das ist mehr, ja. Auf alle Fälle. Also das würden wir nicht Nein sagen. Wir würden auch natürlich einen Asterix machen, wenn man uns ließe. Wer weiß, was eines Tages passiert. Aber klar, also Clever & Smart, ganz ohne. Also ich habe generell relativ wenig Berührungsängste mit Serien, weil es geht mir ja um den Verein. Und kann ja sagen, ich von den, sagen wir mal, mittlerweile über 50 Serien, die wir ja nun fortgeführt haben, da habe ich vielleicht 10% selbst im Eigenbesitz gehabt. Die eine oder andere ist natürlich dazugekommen, weil es ja auch interessant war, das mal kennenzulernen. Auch Serien, die ja voll an mir vorbeigegangen sind. Aber es geht ja nicht darum, was ich will, sondern es geht darum, was gut für den Verein und für den Verlag ist. Und also bei dieser Serie, klar, ja. Weißt du, ob Vereinsmitglieder auch schon Clever & Smart erwähnt haben, dass sie es gerne hätten? Also ich meine, das ist überhaupt nicht die Frage, weil es ja gar nicht abgebrochen ist. Aber gibt es Fans, weißt du das? Es gibt bestimmt, also bei 180 Mitgliedern gibt es zu 100% auch Clever und Smart Fans. Also einen kennen wir beide. Ja, und zwar einen sehr bekannten. Ich würde alles einbringen, was ich kann. Ja. Aber das, Herr Schikowski, sollten Sie das jemals hören? Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir hier einen absolut kompetenten Fan und auch kompetenten Kenner der Szene und der Materie vor allen Dingen hätten. Weißt du gar nicht. Weißt du, dass der das gar nicht weiß? Ja, ich hoffe, dass er das jetzt, wenn er das denn hören sollte, dann vielleicht auch mal vorbeikommt und darauf zurückgreift.
Aber das war ein schönes Stichwort. Zukünftiges Programm bei Phoenix. Was erwartet denn die Leser dann in Zukunft und an den nächsten Monaten? Was habt ihr da so für Top-Titel? Also Top-Titel, ganz klar jetzt die großen Seeschlachten. Da haben wir jetzt aktuell jetzt auch auf der Buchmesse, auf dem Comics-Salon begonnen, die ersten beiden Bände zu bringen. Ich hatte ja auch Gespräche mit dem Lizenzgeber. Die Serie wird vermutlich um die 18 Bände umfassen. 7 sind schon erschienen, 4 weitere gerade aktuell in der Planung. Und das deckt dann so die gesamte Menschheitsgeschichte ab, zumindest dieser, der es eine, wie auch immer, geartete Marine gibt oder Aufzeichnung gibt. Also Salamis ist geplant, das Neueste wird dann was Midway, Zweiter Weltkrieg sein. Es ist jetzt auch nicht so martialisch, wie es sich anhört, weil jetzt keine bloßen Seekriege nachgestellt werden, sondern es geht immer um Einzelschicksale der Soldaten, der beteiligten Soldaten und deren Schicksale und was sie da rundherum erleben. Und durchaus auch eine kritische Situation oder Position auch zu der Thematik Krieg auch einnehmen. Klingt gut. Ich habe jetzt nur Trafalgar durchgeblättert. Also optisch macht er ja schon ordentlich was her. Hat mir beim Durchblättern sehr gut gefallen. Ja. Segelschiff ist natürlich das andere große Ding, deswegen wir das auch machen, weil wir auch hoffen, auch Leser zu finden, die sich auch an Segelschiffen begeistern oder anderen Art der maritimen Fortbewegung. Skakarak ist jetzt Band 2, also erster Weltkrieg, gibt es jetzt auch nicht so viel. Auch da irgendwie dieses Spannungsverhältnis, gerade eines Elsässers, der dann hin und her gerissen ist zwischen französischen und deutschen Wurzeln und für wen er sich dann entscheiden muss. Also auch dieses Spannungsverhältnis wird erwähnt. Wird dann im Dezember mit Lepanto fortgeführt. Zu weiteren Titeln kann ich jetzt noch nicht ganz abschließend viel sagen, weil das entscheiden wir dann recht kurzfristig. Aber es wird dann immer so ein Wechsel sein, Segelschiff modern und bekannte Dinge. Ja, ansonsten führen wir unser bewährtes Programm fort. Es wird einen Jackie Kotwitz geben im Dezember. Wir haben ja jetzt Sloka von Splitter in einem Joint Venture übernommen. Mhm. Bringen wir zügig weiter. Da freue ich mich drauf. mal wieder ein Fantasy-Titel. Dazu auch ein sehr schöner Fantasy-Thriller mit Niklos Koda, der ja dann auch mit Band 15 abgeschlossen ist. Also wir haben da quasi einen zweiten Zyklus, den wir dann komplett zügig dann auch nächstes Jahr beenden werden. Sloka dauert dann noch ein bisschen länger, ist ja auch ein paar Bände mehr erschienen. Dann haben wir jetzt recht kurzfristig den persönlichen Kontakt zu dem Herrn Frezzato bekommen in Italien. Die Lizenz haben wir direkt beim Künstler eingekauft, mit dem Planet ohne Erinnerung. Das ist sozusagen das Prequel, die zwei ausstehenden Bände, ehemals bei Carlsen erschienen. Das ist auch schön, dass das geklappt hat, so auf dem kleinen Dienstweg sozusagen. Und was war das andere, was wir noch hatten? Ja gut, Karl, beenden wir dann die Gesamtausgabe im September. Und genau, und da sind wir auch ganz stolz drauf, eine weitere Carlsen-Serie, die den Weg zu uns gefunden hat. Und zwar in einer kompletten Neuedition, Mantel und Degen. Wir bringen den noch ausstehenden Band, die Bände 11 und 12. Das wird sich überdurchschnittlich gut verkaufen, stelle ich mir mal vor. Wir hoffen es. Dein Wort in Gottes Ohr. Jedenfalls nochmal komplett dem Markt zuführbar. In jeweils Doubles. 6 Bände, A2 Bände, also 6 Integralbände, A2 Bände. Auch ein paar schöne Extra schon gesichtet. Es werden also Zusatzmaterialien noch reinkommen. Es gibt auch so ein schönes kleines Theaterführerheftchen, was wir dann hoffentlich dann finanziert bekommen. Als Beilage dann, als kleiner Opernführer, den wir dann noch einbringen. Cool. Ich denke, das ist dann ein schönes Mehr auch für die Kundschaft, dann auf keine Frage. Und in dem Kontext halt auch eine kleine Neuausrichtung, dass der Phoenix natürlich auch weiterhin dieses klassische Serienabbruchsystem fortführt, das ist klar, das wird unser Kernpunkt sein, aber wir werden schon auch ein bisschen auf den Markt reagieren müssen, dass wir uns überlegen, um überhaupt noch Serien kaufen zu können, dann auch wirklich viele Serien dann vielleicht doch wieder mit der Nummer 1 anzufangen. Mhm. Einerseits, weil wir sie dann für den Markt wieder komplett lieferbar halten. Zum anderen, weil das auch überhaupt die einzige Möglichkeit ist, Lizenz überhaupt noch einzukaufen, weil doch andere Verlage jetzt auch auf dieses Boot aufgesprungen sind, alte Serien jetzt nochmal neu aufzulegen. Clever und Smart. Genau, aber es sind noch andere Dinge, die ich jetzt noch nicht nennen darf, wo jetzt andere, kleinere Verleger auch so auf eigentlich Serien geht, wo man denkt, eigentlich abgeschlossen, aber bringen sie jetzt doch nochmal neu. Und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass es immer schwieriger sein wird, das zu beenden, in der Form, wie wir das gewöhnt sind. Und
es hat ja auch Vorteile, sag ich mal. Und die Auflagenzahl, Gott sei Dank kommen uns auch die Lizenzgeber so ein bisschen entgegen, was Auflagenhöhe angeht, sodass man da auch besser kalkulieren kann. Mhm. Gut, hast du noch was? Ja, aber ich hab's ja vergessen. Oh, naja, gut, macht nichts. Also, dann danken wir dir schon mal recht herzlich für diese kurze Fragerunde, für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken und wünsche allen Hörern und Interessierten weiterhin alles Gute. Interessiert euch weiterhin für Comics, mal vollkommen gelöst von Phoenix, weil je mehr Comics ihr kauft, desto weniger werden abgebrochen und desto mehr haben die anderen Verlage auch was davon. Desto weniger habt ihr zu tun. Desto weniger habt, beziehungsweise wir können uns dann wieder mehr darum kümmern, dass auch wirklich das noch, was eben in den Brunnen gefallen ist, auch entsorgt werden kann. Und ja, alles, was dem Comic gut tut, tut letztendlich auch uns und der guten Laune im Comicmarkt gut. Und dafür sind wir ja angetreten, um die Laune am Markt zu verbessern. Und ich denke, das ist uns auch nach 10 Jahren gut gelungen. Und nach 10 Jahren gibt es uns immer noch, was wir nie für möglich gehalten hätten. Und 10 Jahre, denke ich, sollten noch mal drin sein. Ich denke sowieso nur in 1-2 Jahresschritten, weil alles andere macht keinen Sinn. Auch das Schicksal gerade vom Mark zeigt das ja gerade auf ganz tragische Weise, dass man eigentlich nicht wirklich vorplanen kann. Das alles andere wäre auch unrealistisch und unseriös, sage ich mal. Bestimmt, ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Gern geschehen und euch alles Gute. Dankeschön. So, zu meinem letzten Parkbesuch, zum literarischen Duett, würde ich jetzt mal sagen, mit Bela Sobotke, Zeichner von Gringo Comics. Hallo Bela. Ich grüße dich. Das Beste zum Schluss. Ja, das Beste zum Schluss ist ein gutes Stichwort. Du bist ja normalerweise der Haus- und Hofkünstler auch von Das Alles. Andi hatte ich natürlich mehrfach schon in der Sendung gehabt und ich freue mich, dass du jetzt bei uns auch mal zu Gast sein kannst. Stell dich vielleicht mal vor, was du so machst. Jo, Bela Sobotke ist mein Name. Interessant für den Comic-Salon sind meine Comics, die bei Gringo Comics erschienen sind. Ein Haufen Genre-Comics vom Serienmörder-Thriller über eine Endzeitgeschichte bis zu vielen abgefahrenen Western-Sachen. Da bin ich so ein bisschen hängen geblieben bei meiner Figur Rocco. Jetzt aktuell bei diesem Salon die kleine krude Rocco-Fibel erschienen, eine Sammlung mit Kurzcomics, die ich so in den letzten 7-8 Jahren gemacht habe. Ja, und neben den Comics bin ich Grafikdesigner und mache Auftragscomics und allen möglichen Grafikkram von Visitenkarten über Broschüren, sowas. Und das alles zusammen ist dann mein Tätigkeitsfeld. Okay, du hast gesagt, das ist ein Zusammenschnitt. Wo sind die Rocco-Geschichten vorher erschienen, bevor du sie zusammengeschnitten hast? Die Rocco-Geschichten in der kleinen, kruden Rocco-Fibel sind alle vorher in U-Comics gewesen. Das sind auch nur so Einseiter. Ich hatte in U-Comics angefangen mit 4-seitigen Geschichten. Die sind gesammelt dann in Keiner killt so schön wie Rocco erschienen. Das ist so ein kleines A5-Hardcover-Büchlein. Als ich das dann fertig hatte, war ich erschöpft. Und dachte, ich mach mal Einseiter, die gehen schneller. Dummerweise habe ich mir dann noch mehr Mühe gegeben, weil man auf einer Seite natürlich besonders überzeugend sein will. Das sind wirklich sehr aufwendige Seiten bei rausgekommen, die dann auch tagelang gedauert haben in der Bearbeitung. Und die habe ich jetzt eben alle mal gesammelt in diesem Heftchen. Das wäre noch kein komplettes Heftchen geworden, deswegen ist noch eine Kurzgeschichte drin mit König Cobra und dem Schneckenmutanten Bruno, die vorher im Gringo-Gratis-Heft schon war und in Zack mal erschienen ist. Es ist jetzt also die dreiste Drittveröffentlichung. Und ein paar Brett der tapfere Raumpilot-Seiten noch. Das ist so ein Jam-Comic, wo man immer weitergibt an anderen Zeichner, wo so ein paar schöne Science-Fiction-Parodien drin sind, so auf Filme wie Total Recall und so Geschichten. Ja, und noch ein paar andere Pin-Ups, die ich für Kollegen gemacht habe und noch irgendwelche Einseiter so. Und das alles zusammen ergibt dann eigentlich einen ganz schönen Querschnitt so durch so mein Schaffen, weil auch ein bisschen verschiedene Stile drin sind. Und es sieht, finde ich, Eigenlob stinkt, aber es sieht ziemlich cool aus, weil ich bin auch überzeugt davon, dass es üblicherweise so ist, je kürzer die Sachen sind, umso mehr gibt sich ein Zeichner auch Mühe. Und deswegen sehen die Seiten eigentlich alle ziemlich gut aus, also für mein Empfinden.
Wenn jemand Rocco nicht kennt, also es ist nicht der berühmte italienische Schauspieler, sondern es ist eine andere Figur, kannst du deine Figur Rocco mal kurz vorstellen? Wer ist das? Was macht die so? Ja, Italien war eigentlich schon das richtige Stichwort, auch wenn ich eher an andere Filme gedacht habe als an die Filme des Herrn Rocco Siffredi, und zwar Italo-Western. Da bin ich ein großer Fan von, und es gab sogar auch mal eine Figur, die in ein paar Filmen mitgespielt hat, die Rocco genannt wurde. Ist aber hier für meine Figur nicht wichtig, aber es ist so der typische Italo-Western-Anti-Held, der im verwarzten Feinripphemd halbtot durch die Wüste torkelt und in irgendwelche merkwürdigen Situationen gerät. Und in der kleinen, kruden Rocco-Fibel sind es eigentlich immer nur völlig absurde Einseiter, wo er eben im Saloon in Streit mit einem Kraken gerät oder durch die Wüste auf dem Schwein reitet oder auch einmal auf den Mann stößt, der schneller zieht als sein Schatten und ihn aus einem Saloon verjagt, weil Lucky Luke auch gar nicht damit klarkommt, wie krank Rocco ist. Ja, und das ist irgendwie so eine Figur, die hat so ihr Eigenleben entwickelt und lässt mich nicht mehr los. Und deswegen ist es jetzt tatsächlich schon die dritte Veröffentlichung. Also das erste war Crepi oder Stirb. Das war, glaube ich, 2014 ist das rausgekommen bei Gringo. Ein Schwarz-Weiß-Büchlein A5. Dann kam Keiner killt so schön wie Rocco. Das war auch A5 und im Hardcover und mit Spotfarben. Und jetzt sind wir irgendwie wieder back to the roots auf so ein schönes, kleines, schraddeliges Heftchen zurückgegangen, was für mein Empfinden für so eine Sammlung von Kurzcomics eigentlich genau die richtige Aufmachung wäre. Also da wäre Hardcover halt total übertrieben gewesen. Nee, das muss so ein kleines, schnell gemachtes, kostengünstiges Schundheft sein. Welche Inspirationsquellen hast du? Ich glaube, du bist ja auch so ein bisschen cineastisch unterwegs. Ja, cineastisch für den abseitigen Film. Also ich glaube nicht das, was man landläufig unter Cineast versteht, aber genau, ich bin filmbegeistert und die Italo-Western genannte standen da auch viel Pate für. Und ich bin auch seit frühester Kindheit Lucky Luke-Freund. Das war so mein Einstieg in den Western irgendwie. Und ja, Italo-Western habe ich ganz viele gesehen und da habe ich so bestimmte Favoriten, die dann auch mal einfließen, dass man dann irgendein Dorf, was da ist, in bestimmten Italo-Western wiedererkennen würde, wenn man sie kennen würde, wenn sie nicht so obskur wären, dass wahrscheinlich nur ich und noch eine Handvoll anderer Leute die kennen. Okay, das ist ja nicht dein erster Salon hier. Du warst ja schon einige Male hier, glaube ich. Wie findest du das mit dem neuen Standort hier? Ja, tatsächlich hatte ich ein kleines Jubiläum diesmal sogar. Ich war vor 10 Jahren beim Salon 2008 das erste Mal am Stand von Gringo Comics. Also für mich auch ein Grund zur Freude, da fühle ich mich sehr wohl und so. Mit den Zelten, die Geschichte hat super funktioniert, muss ich sagen. Also dafür, dass es eine Notlösung ist, haben die sich schwer ins Zeug gelegt und das wirklich toll aufgezogen und so. Ich habe von vielen schon gehört, oh, hoffentlich bleibt es bei den Zelten, das ist eigentlich schöner als früher und so. Ganz so weit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. So ein bisschen vermisse ich auch die Heinrich-Lades-Halle und so den Vorplatz, wo man dann eben alle doch irgendwie sehr geballt trifft und so. Aber es war super. Also es war wirklich viel besser auch als befürchtet, ne? Wenn du als erstes hörst, irgendwie das findet in Zelten statt, denkst du, ach du Schande, wie wird das? Und wie wird es, wenn es mal regnet? Donnerstagabend hat es ja gleich einen weltuntergangsmäßigen Wolkenbruch gegeben, ist alles trocken geblieben drin. Also das ist schon wirklich super gemacht gewesen. Ja, ich fürchte, wiederholen wird sich das wahrscheinlich nicht. Der Bürgermeister hat gesagt, das kostet einfach mal 250.000 Euro mehr. Ich meine, das sind ja auch wirklich gute Messezelte mit Klima und den ganzen Kram drin. Also ich vermute schon stark, dass sie die Ladeshalle da wieder nutzen werden. Denke ich auch, ja. Ja. Okay, hast du noch, was sollte man sich deiner Meinung nach angucken? An anderen Comics, die du vielleicht hier entdeckt hast oder wo du sagst, kannte ich schon vorher und das sollte man auf jeden Fall gelesen haben? Da lass mich mal überlegen. Was ich toll fand war, ich habe schon von dir gehört, dass es auch schon einen umgekehrten Tipp in die Richtung gab. After the Shifting von KD Artistry ist toll geworden. So ein Endzeit-Comic, den habe ich mir sehr gerne geholt. Die Abenteuer vom Nerd Girl von Sarah Borini als Heft rausgekommen, finde ich auch super.
Und da finde ich wirklich lustig, wenn ich, jetzt habe ich zwei Hefte genannt, ich habe ja selbst auch ein Heft dieses Jahr gemacht, hatte so ein bisschen den Eindruck, es gibt so eine Renaissance des Indie-Hefts irgendwie. Also es gab ja immer Hefte, so bei Hochschulpublikationen oder eben ganz kleinen, selbstgetackerten oder so, aber das so die, so aus dem Mittelfeld oder so oder auch schon ein bisschen bekannter, plötzlich wieder dahin zurückkehren, Hefte zu machen, das fand ich wirklich sehr lustig und da konnte man sich so ein bisschen einbilden, dass so ein kleiner Trend vielleicht auf diesem Salon gewesen wäre. Dann habe ich, fand ich wirklich super cool, die Hardcover-Sammlung von Eckart Breitschuhs Wanda-Karamba-Comics. 30 Stück haben sie hergestellt von Zwerchfell zum 30 Jahre Zwerchfell-Jubiläum. Koloriert vom Geier, ist auch ein Verlagskollege, der auch immer am Gringo-Stand rumhängt. Und das muss man einfach haben. Also war mit 30 Euro nicht ganz billig, aber ist jeden Euro wert. Ich habe eigentlich auch sogar die Hefte, die alten Schwarz-Weiß-Hefte zu Hause, aber da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Stefan Dinter hat dann noch einen Ninja-Koala oben drauf gelegt, den Sammelband. Den finde ich auch wirklich sehr, sehr lustig. Ist ja auch ursprünglich in Heften erschienen und gibt es ja auch gesammelt. Aber ich glaube, das war sogar nicht mal eine Neuheit von diesem Salon, sondern gibt es schon ein Jahr oder so, den Sammelband. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Wo ich den Geier gerade erwähnt habe, der bringt eine Heftchenserie. Da sind wir wieder bei den Heften raus, komplett im Eigenverlag, selbst geschrieben, selbst gezeichnet, selbst in Druck gegeben und so. Die nennt sich BG, Bildergeschichten für die reife Jugend. Da hat er jetzt zum Salon das dritte Heftchen fertig. Kann ich wirklich auch nur jedem ans Herz legen, der so palpige, bisschen altmodische, aber auch irgendwie kranke Comics mag. Da sind so mehrere kurze Serien drin, die auch vom Stil her teilweise ganz unterschiedlich aussehen, aber alle vom Geier gezeichnet. Wunderbare Hefte. Und wie gesagt, drei in relativ kurzer Zeit hat er die rausgehauen. Das ist immer sowas, wo ich ganz große Augen kriege, weil ich so langsam zeichne. Der zeichnet schnell und mit unglaublich guten Ergebnissen, dass man ihm eigentlich die Hand abhacken müsste dafür. also Bildergeschichten für die reife Jugend, auch eine ganz klare Empfehlung. Ich habe bestimmt noch tolle Sachen vergessen, so, weil ich habe echt viel Geld ausgegeben. Auch nochmal Eckart Breitschuh bei Zwerchfell. Ist so ein großer Band von ihm rausgekommen. Jetzt kriege ich den Titel gerade nicht mehr hin. Irgend so ein Sexding, was vorher auch in so einem... Alraune? Nein. Alraune ist nicht von Breitschuh. Das war von... weiß ich nicht mehr. Auch von einem tollen Zeichner. Aber das auch bei Schwarzer Turm. Nee, weil bei Weißblech... hab's vergessen. So ein Sexcomic von Breitschuh. Super. Okay, wenn die Zuhörer dich finden wollen im Internet, wo finden wir dich? Neuheiten stehen immer im Gringo-Logbuch, das ist der Blog von Gringo Comics, zu finden unter www.gringo-logbuch.de. Ich bin bei Twitter, @sobotke, da steht es eigentlich immer als allererstes, wenn es was Neues gibt. Ich habe auch eine eigene Website, die geht dann aber auch weit ins Geschäftliche rein, so mit den ganzen Grafiksachen und so, die ist unter www.zweiwerk.de zu finden. Aber für die Comic-Sachen ist Twitter das Beste und das Gringo-Logbuch. Okay, hast du noch was? Mir fiel gerade noch was ein zum Empfehlen. Der kranke Comics-Sammelband, auch bei Weißblech rausgekommen. Klaus Kornfield hat über Jahre kranke Comics als Heftchen gemacht bei verschiedensten Verlagen. Und da ist jetzt ein Sammelband bei Weißblech rausgekommen, ich glaube einen Monat vorm Salon oder so. Der war hier auch beim Salon zu haben. Da bin ich so begeistert von, dass ich auch einen Artikel für den Tagesspiegel drüber geschrieben habe und eine kleine Zeichnung dazu gemacht habe, wie Klaus Kornfield als Comic-Zuhälter Vogel, also das sind ja alles anthropomorphe Figuren da drin, also Tierfiguren, als so ein Vogel, als Comic-Zuhälter auf der Comic-Invasion in Berlin mir ein krankes Comic-Heft verkauft. Ich bin so ein dicklicher Bär. Und der Artikel war genau am Anfang des Salons im Tagesspiegel. Ich schreibe so, aber nur ganz sporadisch mal, wenn ich total begeistert bin und bin da ganz froh, dass die mir den Platz geben und mache immer eine kleine Illu dazu. Und dieser kranke Comics-Sammelband, Leute, den müsst ihr euch auch unbedingt holen. Das ist sehr, sehr sehenswert, aber nur für Leute ab 18. Selbstverständlich. Okay, Bela, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Interview. Ich danke dir. Die
Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank. Nicht vergessen. Ja. Manche kann selbst was singen. Ja. Guten Abend, gute Nacht. Nee. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Mit Rosen bedacht. Echt? Irgendwie so. Aber warum mit Rosen bedacht? Keine Ahnung. Die Nacht oder den Abend? Was ist den Atem. Den Atem? Keine Ahnung. Ach so. Naja, es gibt ja immer. Schwachsinn.